Hallo und herzlich willkommen zum 315. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare hoax Mistress Alexa. Halli, hallo, ihr da draußen. Willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ich gucke gerade in zwei, äh, jetzt gerade etwas müde, vorhin mich hypnotisierende Katzenaugen. Ja. Mal gucken, wie lange wir aufnehmen können, bevor Madame Futter haben will. Ja, ja, es ist immer so der, der Deal, entweder die Studiotür zuzulassen, dann wird an der Tür gekratzt, oder die Katze reinzulassen mit der Gefahr, dass sie auf der Tastatur herumklettert, <laughs> was dann im Zweifelsfall Probleme bei der Aufnahme macht. Aber ja, so ist unser schwieriges Leben. Ja, ganz schrecklich. Eine, eine, eine Folge, die mir in der Vorbereitung sehr viel Freude bereitet hat, auch wenn das Thema überhaupt gar kein lustiges Thema ist. Aber so ein Thema, wo man mal so richtig die Zähne reinsinken konnte, ne? Mich hat schon ganz, 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 ganz lange nicht mehr ein Thema, ein Fall so fasziniert und auch äh, emotional angesprochen, mhm. wie, wie dieses Thema, auf das mich vor einigen Jahren vor der Pandemie mhm. meine Schwester gebracht hat. Äh, die hat gesagt, irgendwie, hier ist eine Doku, guck dir das mal an, äh, der und der Fall. Vielleicht äh, ist das ja was für euch, auch für Hoxilla oder einfach mal so, weil es interessant ist. Und seitdem habe ich das eigentlich immer so ein bisschen mitverfolgt und äh, es war jetzt Zeit, dieses Thema auch im Podcast zu bearbeiten. Und es hat aktuell jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch nochmal so eine gewisse Aktualität bekommen. Äh, da gehen wir gerne nachher nochmal drauf ein. Äh, aber jetzt machen wir erstmal weiter und machen hinten raus dann auch nochmal ein bisschen so die Abrechnung des Monats ähm, Februar und all diese Dinge was ein bisschen lästige Hausmeisterei ist. Aber jetzt machen wir erstmal weiter in der Sendung. Die Story der Woche. In der heutigen Story geht es um ein Zitat. Von Kaiser Wilhelm II. Das man in letzter Zeit vor allen Dingen im Internet wieder verstärkt liest. Mhm. Dieses Zitat wird also äh, dem alten Kaiser so in der Zeit irgendwas zwischen 1900 und äh, 1916 zugeschrieben. Und es ist auch eigentlich kein Wunder, dass das heute wieder so oft zu lesen ist, denn es hat irgendwie auch schon was mit Verkehrswende und Modernität und Zukunftsentwicklung und so weiter zu tun. Und in der Wahrnehmung der Menschen, vor allen Dingen im Netz, ist genau das es nicht, wofür der Kaiser Wilhelm II. steht. Mhm. Und dementsprechend ist sein Zitat, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung, ich glaube an das Pferd, auch irgendwie nachvollziehbar. Also da scheint die Menschen irgendwie gerade im Netz zu bewegen und das äh, liest man an allen Ecken und Enden, wenn das denn stimmt, dass er das tatsächlich gesagt hat. Interessant. Gehört habe ich das auch schon tausendmal. So eingängig, ne? Werden wir mal am Ende der Episode aufklären, ob das wirklich stimmt oder nicht. Thema der Woche. Ja, im heutigen. Thema der Sendung geht es um das amerikanische Unternehmen Theranos, was heute gar nicht mehr äh, existiert, was 2003 gegründet worden ist und wir werden über den Aufstieg und den Fall dieses Unternehmens äh, berichten und werden natürlich dann auch noch mal äh, eingehen müssen auf Aspekte von Wissenschaftsethik. Mhm. Äh, wir werden hinterher noch mal ein bisschen in den Bereich Anlagebetrug gehen müssen. Ähm, also ein, ein sehr komplexes Thema. Äh, natürlich gibt es, und das wissen wir, also all die jetzt schon anfangen zu tippen, wir wissen, dass es eine sehr gute äh, mehrteilige, äh, mehrteilige amerikanische Podcast-Serie dazu gibt. The Dropout aus dieser Serie hat der Disney-Konzern dann eine Doku-Serie gemacht. Das wissen wir alles. Wir haben auch das äh, Buch äh, gelesen, äh, was dann ein äh, Journalist vom Wall Street -Rue, genau. Journal geschrieben mhm. hat. Ähm, also insofern, wir haben uns da reingesteigert. Wir finden aber, dass es zum einen vielleicht nochmal Zeit ist diesen Fall auch auf Deutsch ein bisschen äh, euch näher zu bringen und wir wollen auch ein Stück weit das Augenmerk auf die auf die generellen Implikationen der Geschichte. Genau, warum richten. hat das, was ihr habt ja schon im Titel gelesen, sich als Betrug herausgestellt hat und ähm, auch Gerichtsurteile nach sich gezogen hat? Warum hat das funktioniert? Warum hat das Investor in den dazu bewogen, da wahnsinnig viel Geld reinzustecken. Mhm. Also Theranos ist ein ähm, Unternehmen, das in privater Hand gewesen ist. Mhm. Zwischen 2003 und 2018 hat es existiert. Es steckt eine Person vor allem dahinter, nämlich Elizabeth Holmes, die CEO gewesen ist in dieser Zeit. Und Gründerin, die und Gründerin, hat Gründerin. 2003 auch gegründet. Genau, was daran noch mal die Besonderheit ist, werden wir nachher nochmal ausführlich äh, besprechen. Und äh, der COO des ganzen Sani äh, Balwani. Diese beiden Personen äh, maßgeblich waren da beteiligt. Es steckt aber ein ganzes, äh, ein ganzer Vorstand noch, ein, ein Board äh, mit dahinter und Investorinnen, die äh, als Geldgeber fungiert haben. Dieses Unternehmen, also der Name, der sich zusammensetzt aus Therapy und Diagnosis, also Theranos dann wird, ähm, deutet schon darauf hin, dass es ein ähm, Unternehmen war, das sich Produkte im Bereich des Gesundheitswesens auf die Fahnen geschrieben hat. Und, ähm, ein, ein Medizintechnologiekonzern. Genau, ein Medizintechnologiekonzern mit dem Anspruch. Ähm, im Silicon Valley, das ja auch für Innovation und Modernität steht, noch einmal einen Bereich der Diagnose und Therapie zu revolutionieren, nämlich die Bluttestdiagnostik. Mhm. Also im Grunde um Labordiagnostik noch mal mhm. ganz neu zu erfinden. Tatsächlich ist es so, dass wir ja über die Labordiagnostik eine ganze Menge an Markern, an Informationen über den Gesundheitszustand gewinnen können. Uh, alle diejenigen, die sich mit medizinischer Diagnostik beschäftigen, wissen aber auch, dass man das immer abgleichen muss mit anderen Dingen, Also nur anhand von Blutbildern, wie wir ja so gemeinhin sagen, kann man natürlich nicht alles festlegen, aber es gibt natürlich viele Marker, die da entscheidend sind. Und uh, was mich, selber wo ich wo ich mich hinterfrage oder wo ich wo ich überrascht war ist dass ich das alles nicht mitbekommen habe denn spätestens äh, 2013 ist der Konzern an die Öffentlichkeit wirklich auch gegangen und war sichtbar ist durch die Medien gegangen auch in Deutschland übrigens und ich hab nicht das zuletzt wegen dieser wahnsinnig beeindruckenden Galionsfigur Elizabeth Holmes, Holmes, die auf wirklich Magazincovern ohne Ende war. Genau, und ich habe, das ist vollkommen an mir äh, vorbeigegangen. Und ich habe mich jetzt so im Nachhinein natürlich mit dem Wissen, dass es sich hier um einen Betrugsskandal handelt, immer gefragt, wäre mhm. ich dem aufgesessen? Und ich komme, und man mag mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich hab, komme immer wieder an den Punkt. Dass ich äh, beim, beim, beim Lesen, beim Schauen äh, auch von Dokumentationsbeiträgen oder Talks von Elizabeth Holmes oder auch bei den Werbespots äh, der Firma Theranos, die es dann irgendwann gab, ich glaube, ich hätte damals auch meine Zweifel gehabt. Ich hätte damals schon gesagt, das klingt sehr, sehr interessant und vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig. Denn kommen wir mal darauf. Hm, genau, was Sie was genau es ging. machen wollten. Ja. Also Elizabeth Holmes war äh, offensichtlich eine ziemlich intelligente junge äh, äh, Schülerin auch, äh, die äh, aus einem guten Elternhause äh, gestammt hat, die... Ähm, unter Voraussicht und eigenem Interesse und Voraussicht der Eltern äh, Chinesisch, also Mandarin-Chinesisch gelernt hat, weil man gedacht hat, oh, da ist ein Markt, der sich entwickeln wird. Das ist äh, gut für das Kind, wenn es äh, Chinesisch lernt. Das ältere Kind, junge Frau war sie zu dem Zeitpunkt. Und sie hat dann nach dem Schulabschluss tatsächlich ein, äh, ja, so eine Art Stipendiat -Stu äh, Studienplatz an der Stanford University bekommen, also äh, Renommiert. eine renommierte äh, Universität und hat da Chemical Engineering studiert. Ich habe mal geguckt, wie man es ungefähr sinnvoll übersetzen kann. Das wäre vielleicht sowas wie Chemietechnik äh, im, im Deutschen, was sie äh, angefangen hat zu studieren. Äh, so würde man das bei uns wohl bezeichnen. Und sie ist da, dann aber ausgeschieden, hat das Studium nicht beendet. Jetzt muss man äh, in, äh, vor Augen haben, dass in Amerika im Grunde genommen der klassische Weg, wenn man äh, finanziell beruflich erfolgreich sein will, eben normal normalen Amerika, was auch nicht so normal ist, dann ist es dringend notwendig, einen Abschluss von einem, einem renommierten, von einer renommierten Universität zu haben, um dann entsprechend auch einen gut bezahlten Job im Leben zu bekommen. Das heißt, dass jemand aus gutem Hause, der die Möglichkeit hat, so einen Abschluss zu bekommen, ein Studium abbricht, ist ungewöhnlich. Es sei denn, man orientiert sich wie Elizabeth Holmes genau, auch an Silicon Valley Größen und sagt, ja, wieso, die haben auch alle ihr Steve Studium, Jobs ob hat Steve die Jobs, die haben das alles nicht zu Ende geführt und sind trotzdem unfassbar erfolgreich geworden. Ihr wisst, also, also dieser, dieser Gedanke, aber da sind wir schon an der an der ersten Stelle. Man muss erstmal ähm, die, die über, innere Überzeugung haben zu sagen, ich breche das ab, weil ich habe eine bessere Idee. Und Elizabeth Holmes hat es geschafft, da ihre Eltern auch von zu überzeugen. Sie hat tatsächlich ein Patent angemeldet, sehr früh, also in der Zeit, in der sie noch in Stanford war. Und ihre Idee war, zum damaligen Zeitpunkt einen, einen Aufkleber, ein Patch zu entwickeln, was quasi direkt Blutanalysen durchführt durch den Kontakt zur Haut und da zum Beispiel in der Lage ist, durch Miniaturisierung einen Entzündungsmarker zum Beispiel zu identifizieren oder in einen Infektionsmarker und dann zum Beispiel Antibiotika direkt aus dem Pflaster. In den Körper zu entlassen. Also so ein selbstregulierendes System ja, zu entwickeln, was man sich wie ein Pflaster aufklebt, das war ihr Patent, das ist auch durchgegangenes Patent. Und sie hat dann, und das ist bei solchen technologiegetriebenen Universitäten wie Stanford gar nicht ungewöhnlich, auch direkt versucht, ja, so eine Firmengründung zu machen und hat sich bei einer entsprechenden Professorin, die ihr dann empfohlen worden ist, auch beraten lassen. Und die hat gesagt, das ist eine schöne Idee. Das ist technisch aber nicht möglich, was du davor hast. Diese Professorin, das ist eigentlich schon der erste Wahnsinn. Spannende Fall in der Karrieregeschichte von Elizabeth Holmes, die Phyllis Gardner. Mhm. Die hatte tatsächlich ein enormes Know-how, was Medizin, Medizintechnik betrifft. Und die hat gesagt: Ja, wie du meintest, das ist eine schöne Idee, aber es ist physikalisch aufgrund der Naturgesetze unmöglich, das so zu machen, wie du dir das vorstellst. Denn, Und, denn das Problem ja. war, dass die Medikamente, die appliziert werden sollen, äh, entweder in zu einer zu geringen Menge in so einem Pflaster untergebracht werden können oder aber eben nicht adäquat gelagert ja. werden können, äh, weil dann Körperwärme hinzukommt und wenn man das unter der Kleidung trägt. Also das heißt, äh, äh, es ist nicht möglich, ein Medikament in so einem Pflaster zu speichern, ohne dass es dann seine Wirkung verliert und äh, auch die Menge war halt nicht aussah. Das war wirklich ein physikalischer Grund, wie du gesagt hast, Alexa, warum das einfach nicht geht, obwohl die Idee toll war. Mhm. Äh, Elizabeth Holmes, äh, das hat dann die Phyllis Gardner hinterher übrigens noch mehrfach äh, sehr, sehr detailliert und auch farbenfroh ausgeführt, ja. wollte aber auch gar nicht wirklich äh, inhaltliche Beratung haben. Also sie wollte eigentlich nur hören, ja, das passt, das machen wir, das ist eine super Idee, go for it. Mhm. Äh, und als dann ein bisschen Kritik gekommen ist, da war sie dann relativ schnell weg vom Fenster und Phyllis Gardner hat sehr, sehr früh, also hat... Hinterher ausgesagt, sie hätte sehr, sehr früh nämlich zu diesem Zeitpunkt schon das Gefühl gehabt, dass ähm, sie im Prinzip ein Fraud ist, diese Elizabeth Holmes. Mhm. Also eine windige äh, Person, die mehr vor, also vorgibt, mehr zu können, als sie eigentlich ähm, tat. Was äh, auch eine interessante äh, Nebenbemerkung hier ist, das muss man auch mal verstehen, ist, dass Patente im Grunde genommen immer anmeldbar sind und ein Patent auf etwas im Grunde genommen nicht bedeutet, dass es auch funktioniert, was man patentiert. Das wird häufig missverstanden. Mhm, ist auch häufig ein Grund, warum irgendwelche Schwurbelpatente äh, irgendwo aus irgendwelchen Schubladen gezogen werden, gesagt werden, hier liegt doch schon das Patent vor mhm. für eine Technologie, das wird vor uns nur geheim gehalten, diese Technologie. Es ist eben so, dass man auch Dinge patentieren kann, die in der praktischen Realität nicht funktionieren werden. Das Patent ist sozusagen ein Schutz einer Idee, einer Entwicklungsidee mhm. und sagt nichts darüber aus, tatsächlich ob das funktioniert oder nicht nicht. Und das ist so ein klassischer Fall dafür, denn das Patent hatte Elizabeth Holmes, aber dieses Ding ist bis heute zumindest nicht äh, realisierbar. Und da ist es schon so, äh, das funktioniert in unseren Gedanken aber so, weil wir äh, nun mal so ticken, ja. wenn jemand eine Urkunde mit so einem Patent in den Händen hält oder an der Wand hängen hat, dann denken wir, wow, das muss ja irgendwas bedeuten und sind dann in dem Fall so ein bisschen Autoritäts gläubig oder vielleicht auch ein bisschen blauäugig und ähm, sagen okay das reicht dann als Anerkennung schon ja ich weiß nicht ob ihr das hört es könnte sein dass hier in Arschkirchen in Garten wo jemand mit einem Gartengerät am Arbeiten ist wenn ihr es nicht hört ist gut äh, gerade eben brummt es so ein bisschen ähm, das ist dann wenn ihr das hört ein Gartengerät <laughs> Sie hat aber in Stanford neben dieser Patentgeschichte auch Kontakt zu dem damaligen Laborleiter aufgenommen, mit dem sie da zusammengearbeitet hat und hat ihn davon überzeugt, mit ihr gemeinsam ja eine Firma zu gründen oder ihn in, in, in den Aufsichtsrat ihrer Firma zu folgen, im Grunde genommen. Mhm. Und das war eben Channing Robertson und damit war ihr so der erste Kuh gelungen, also jemand, der ein sehr, sehr gutes Standing hatte, der über viele Jahre. Äh, hervorragende Forschung betrieben hat in Stanford, stellte sich jetzt also hinter Elizabeth Holmes und relativ schnell ging sie dann von dieser Idee des Pflasters dann doch ab, hat ihre Firma dann auch einmal umbenannt und hat es dann Theranos genannt und hatte dann die Idee äh, aus im Grunde genommen einem kleinen Tropfen Blut mhm. Das war einer, das später waren es ein paar, genau. ja, ja, aber auf jeden Fall, <laughs> Fall weniger, als man so normalerweise ab, abgezapft kriegt. Genau, und die und so. Idee war hier, dass sie gesagt hat, sie hat immer Angst vor Spritzen gehabt und hat dann später auch im Verlauf ihrer Karriere das immer theatralischer aufgebaut, hat dann von an Krebserkrankten Menschen gesprochen, die dann mit Nadeln gequält werden. Und das Besondere an ihrer Idee war es, dass man im Grunde genommen mit so einem kleinen... Fingerstecher, so ähnlich wie man das. Aber Blutzucker spiegeln müssen, ne? Genau, auch macht, eben eine komplette Blutanalyse machen kann. Entscheidend dabei ist, dass sie von dieser Idee im Grunde genommen eigentlich in all den Jahren nicht abgewichen ist und die gesamte Firmenphilosophie von Theranos hat sich. Das will ich jetzt einmal schon vorausschicken, gar nicht so sehr um eine technische Umsetzbarkeit von Dingen gedreht, sondern darum, dass äh, Elizabeth Holmes diese Vision in der Realität haben wollte. Sie hat es halt gewillt, dass das so sein sollte. Das ist ein ja, ganz wichtiger Aspekt. Sie, sie wollte es wahrscheinlich manifestieren. Vermutlich. So bei, beim Universum bestellen. Aber. Ähm, ich glaube sagen zu können, dass es vielen Menschen vielleicht so geht, wie sie das entweder nur von sich erzählt hat oder wie sie es tatsächlich mhm. gefühlt hat, dass sie das gehasst hat, wenn ihr Blut abgenommen werden sollte. Und was ja auch noch dazu kam. Ähm, es steckte ja dahinter so eine ähm, noch eine weitere Vision, also nicht nur die Menge des Blutes äh, spielte da eine Rolle, sondern auch die die Verfügbarkeit und die Häufigkeit von Bluttests. Mhm. Ähm, ihre erste Idee war ja auch Realtime Cures, also ähm, so hieß die, Firma, so hieß ursprünglich. die, die Fir Firma ursprünglich. Also dass man diese Bluttests, weil sie eben so einfach ähm, verfügbar sind. Also du nimmst mit diesem kleinen Gerätchen dass du in den Finger piekst ganz ganz wenig Blut ab das kommt dann in so eine Kassette so ein bisschen wie bei einem Videorekorder ja. wird in dieses Gerät geschoben dann laufen die Tests ab und nach ein paar Stunden hast du halt zig Testergebnisse die dir ein ziemlich genaues Bild über deinen Gesundheitszustand zumindest alles was sich anhand des Blutes ablesen lässt liefern also auch die Häufigkeit äh, spielte da eine Rolle und ihre Vision war dass man nicht nur weil man irgendwie einmal im Jahr machen lässt oder so ein Schlaglicht, ein Bild geliefert kriegt mhm. des Gesundheitszustandes, sondern einen ganzen Film quasi, weil es so äh, häufig gemacht werden kann. Die Frage wäre natürlich, äh, das können MedizinerInnen wahrscheinlich besser beantworten, macht es überhaupt Sinn, alle paar Wochen einen Bluttest äh, zu machen? Äh, und inwieweit kann man sich dann trotzdem vor Krebs und anderen schwerwiegenden Erkrankungen schützen? Aber das ist halt, was die Menschen anspricht. Die haben Angst davor, dass Krankheiten zu spät entdeckt werden. Sie hat ja auch immer dann eine Geschichte, ich meine ihres Onkels erzählt, mhm, der ähm, bei dem Krebs zu spät festgestellt genau, wurde. Genau Hautkrebs, der dann ins Gehirn genau, wanderte und, und dann am in, in den Knochen war und, genau, und dann war es vorbei. Ging so schnell, dass sie sich nicht mehr von ihm verabschieden konnte. Also sie hat diese Ängste und Hoffnungen der Menschen erst wirklich gut verstanden, die zu adressieren. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, warum insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika diese Geschichte äh, auch verfangen hat. Denn wir wissen, anders als bei uns in Deutschland, wenn ein Bluttest bei uns ansteht, dann steht ein Bluttest an. Und wenn man irgendwas Besonderes haben will, dann muss man ein paar Euro extra bezahlen. Und dann ist man schon sauer, weil, weil die Kasse das nicht bezahlt. Ähm, aber. Die Situation ist in den Vereinigten Staaten ja eine andere. Kaum jemand hat tatsächlich eine Krankenversicherung, eine gesetzliche sowieso in der Regel gar nicht. Wenn man Glück hat, haben die Unternehmen einen Health Plan ähm, äh, und dann werden Kosten übernommen. Oder aber man ist entweder privatversichert, was relativ teuer ist, oder aber man muss eben die medizinische Behandlung auch privat bezahlen. Mhm. Und Bluttests in Amerika sind relativ teuer, das ist ein paar hundert Dollar jeweils. Und wir können uns natürlich vorstellen, dass es sozial schwache Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, die sich das nicht leisten können. Das heißt, neben der Einfachheit, der Schnelligkeit der Verfügbarkeit hat Elizabeth Holmes auch immer gesagt, und es wird viel günstiger ja. werden. Wir werden mehr Menschen in die Lage versetzen, so einen Test zu machen, Rückkopplung, eine Diagnostik zu bekommen, die vorher nicht zum Arzt gehen können, weil sie sich es nicht leisten können. Und in den späteren Auftritten hat sie dann irgendwann die Aussage geprägt, dass im Umkreis von fünf Kilometer um jeden am US-amerikanischen in äh, sich so ein Gerät ja. befinden wird. Und äh, das würde also die Erreichbarkeit erhöhen, es würde eben auch das extrem günstig machen. Zum, ich glaube, bis heute gibt es zwei große Konzerne in den Vereinigten Staaten, die sich 80 Prozent der Labordiagnostik aufteilen damit natürlich auch ein Stück weit die Preise bestimmen können. Aber was man auch sagen muss, ist, und das hat Elizabeth Holmes auch immer wieder in ihren Vorträgen auftreten, TED Talks hat sie ja später gemacht, gesagt, es sei hier eine Technologie, ein Verfahren, was sich seit den 50er oder 60er Jahren nicht verändert hat. Mhm. Und auch das war immer so ein Claim, den sie gesteckt hat, sie würde jetzt die neue Generation bringen. Und wenn wir jetzt dann sagen, wir sind jetzt 60 Jahre nach den 60er Jahren, was diese Bluttestverfahren angeht, kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ist es auch schwierig, ein Verfahren, was gut funktioniert. Zu verändern. Vielleicht ist es auch gar nicht möglich. Also, das. Ja. Wir steigen jetzt damit dann eventuell schon relativ schnell in die Motivik dahinter ein. Mhm. Aber ähm, sie hat ja auch immer behauptet ähm, oder zumindest zwischen den Zeilen nahegelegt, dass sie das halt bieten kann mit ihrer revolutionären Technik. Ja. Und dass aber andere Unternehmen, die sehr etabliert sind auf dem Labormarkt, das eben nicht machen. Und dann wird immer so ein bisschen mit der, mit dem Narrativ gespielt, na, weil die die Menschen halt krank erhalten wollen, damit sie dann im Laufe der Zeit mehr Geld verdienen. Dieses Motiv kennen wir ja aus verschwörungsideologischen Kreisen auch, was die berühmte Pharma-Lobby in Anführungsstrichen angeht, mhm. die dann also dafür sorgen möchte, dass Menschen krank bleiben, damit sie ihre Medikamente verkaufen können. Und da muss man einfach sagen, sollte es den Firmen gelingen, wirksame Medikamente zu entdecken gegen eine Krankheit, die bisher noch für sehr viel Leiden und Tod verantwortlich ist. Würden die das auf den Markt bringen, wenn es funktioniert? Da mehr verdienen. Das ist ja. eine relativ klare ähm, äh, Geschichte natürlich. Ähm, kommen wir nochmal zurück also äh, äh, zu Beginn war es tatsächlich so dass man das Gerät das erste Theranos 1 hieß das dann auch das war so wie du es beschrieben hast ähm, in der ersten Iteration dieses Gerätes war es im Grunde genommen wie so eine Checkkarte mhm. in die das äh, Blut dann rein äh, kam durch so einen Kapillareffekt das heißt man hat sich in den Finger gepiekt und dann hielt man diese Kartusche da dran und äh, Kapillareffekt hat dann äh, einfach das Blut aus dem Finger rausgezogen und in diese Check Karte hineingezogen also in verschiedene man, Kämmerchen. Man zusammen. kann sich da auch Präsentationen angucken. Genau. Das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Das hat was von Science Fiction. Genau. Und dann wird, wurde eben diese Scheckkarte diese, diese mit den kleinen Kämmerchen, die sich mit Blut gefüllt hat, dann in das Gerät hineingeschoben und es hat einen Test vollzogen. Ähm, was man ähm, heute weiß, damals galt das alles als Geschäftsgeheimnis, ist die Tatsache, dass hier gewisse Bluttestverfahren durchgeführt wurden, die daraus bestehen, dass das Blut äh, mit äh, bestimmten, äh, Dinge, äh, bestimmten äh, Katalysatoren äh, in Verbindung gebracht wird und durchleuchtet wird und man dann an, den, an dem Licht, was so durch die Blutprobe hindurchgeht, Dinge feststellen kann. Äh, Im amerikanischen sind das sogenannte Essays, so werden die ausgesprochen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Bluttests, die so funktionieren. Und man konnte eben mit dieser ersten Iteration des Gerätes einige dieser Tests in dem Gerät machen. Und der Claim, den dann Elizabeth Holmes, wir haben schon ein paar Mal gesagt, hat, dann immer verfolgt hat, war, das Gerät wird nicht größer werden, es werden aber immer mehr Tests mhm. in dieses Gerät integriert werden. Und die Realität dahinter ist, und das ist dann auch schon in, in den ersten Jahren in, in ihrem Unternehmen, als es noch gar nicht so wirklich an der Öffentlichkeit war, zu einem Problem geworden, dass die beteiligten Biochemiker, die medizinischen äh, Mitarbeiter, die Labortechniker gesagt haben: Ja, gut, äh, es gibt so und so viele Tests, die können wir so machen, aber es gibt andere Tests. Äh, da muss man Blut zentrifugieren, man muss andere Verfahren anwenden. Ähm, das ist gar nicht so einfach, das zu tun. Und äh, was man bei Laboranalysen auch immer hat, wie ich gelernt habe, ist, dass es äh, eben so Restblut gibt. Also, wenn man äh, mit einer Pipette, Pipette dann Blut entnimmt, Egal, ob man das aus einer Kanüle macht, also ja, so ein Blutbehälter ist ja meistens relativ groß, wenn man eine Blutprobe entnommen hat und dann nimmt man mit einer Pipette da Blut ab und macht damit einen Test. Und das Problem bei Theranos war, das ist eben ein extrem kleiner Behälter, der sogenannte Nanotainer, mhm. so hat sie das genannt, das Ding. Das hatte auch natürlich einen fancy Namen. Und wenn dann in dem Gerät da Blut entnommen wurde, blieb aber da immer noch Blut drin, was man nicht rauskriegte. Das heißt, das Gerät war technisch gar nicht in der Lage, die gesamte Blutmenge. Die Vorhandensten zu nutzen, weil das immer so ist. Von dem, was ohnehin schon wenig Richtig. Vorhanden war. Da hat man eine größere Blutprobe im Labor, ist das ja gar kein Problem, wenn was überbleibt. Und das Problem, wir können spoilern, hat sich nie gelöst, nee. tatsächlich. Und sie ist aber dann losgegangen und hat angefangen zu shoppen. Und dann zwar ja. nach Menschen mit Risikokapital. Also es war schon so, dass der Channing Robertson sehr viel an Seriosität äh, beigetragen ja. hat, denn er hatte Know-how, er war versiert mhm. und kompetent mhm. auf dem mhm. Gebiet. Mhm. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass sie ähm, Investorinnen finden konnte und auch Leute, die Boardmember ähm, werden wollten. Und da sind also Namen dabei, wenn du die so liest, da legst du die nieder. Also Im späteren George. Verlauf äh, genau, dann später George äh, Schulz, der in den 80er Jahren Außenminister gewesen ist, no less. Hat im Grunde genommen im Hintergrund den Fall des ja. Eisernen Vorhangs mitverhandelt ja. und dafür gesorgt, dass das friedlich geblieben ist, ja. kann man heute tatsächlich so sagen. Ja, Generäle wie, wie Mattis zum Beispiel saßen da mit drin, Henry Kissinger, der ehemalige Außenminister. Ähm, also da waren wirklich Leute dabei, wenn das dann jemand hört, der denkt, mein Gott, das sind alles unfassbar erfolgreiche, wichtige... Leute, die klug sind, die würden doch sowas nicht unterstützen, wenn da nicht was dran wäre. Interessanterweise muss man sagen, dass in der gesamten Zeit des Unternehmens Theranos und der, der Runden, in denen Kapital ähm, angeschafft wurde, die klassischen Risikokapitalfirmen, die in Bio- oder in Medizinkonzern investiert haben, nicht in Theranos investiert haben. Das ist ein interessanter Befund, den man hinterher äh, festgestellt hat. Offensichtlich ist es Elizabeth Holmes nicht gelungen, diese Risikokapitalgeber zu unterstützen. Aber da waren ganz am Ende, dann, wenn wir ein bisschen ans Ende springen, mit, mit weit über 120 Millionen Dollar wird Murdoch zum Beispiel ja. beteiligt, ja. der Medi-Mogul aus den Vereinigten Staaten. Die, die Familie hinter Walmart. Genau, zum die Beispiel. Waltons haben, genau. haben sehr viel Geld investiert. Also es ist ihr gelungen, sehr, sehr viele Leute zu gewinnen. Der Oracle-Gründer, also von diesem Datenbanksystem, hat sehr viel Kapital reingesponsert und die Medien haben dann im Laufe der Zeit irgendwann die Geschichte aufgegriffen und haben Elizabeth Holmes im Grunde genommen dann mit einem Artikel später... Zum neuen weiblichen Steve Jobs erklärt. Und das war etwas, was Elizabeth Holmes ja unglaublich äh, geschmeichelt hat, weil sie selber. Und dann, darauf hat sie auch, auch ein Image-Technisch hingestellt, gearbeitet. Hingestellt. Ja. Das mhm. muss man sagen. Also, sie selber war ein Riesenfan von mhm. Steve Jobs, äh, fand Apple immer faszinierend. Es gibt dann Erzählungen, dass sie ganz schnell ein iPhone haben wollte. Und im Grunde genommen äh, kann man jetzt ja sagen, Apple hat auch immer Versprechungen gemacht. Wenn man sich an die Zeit erinnert, als der erste iPod erschienen ist, als das erste iPhone erschienen ist. Das waren ja so Dinge, wo Apple Dinge gemacht hat, wo man gesagt hat, wie, wie können die das machen? Wie, wie kann das funktionieren, in so ein kleines Telefon so viele Sachen reinzubasteln, was ja heute für uns Standard ist. Das hat sie fasziniert und sie hat dann tatsächlich, wie du gerade schon sagst, Alexa, auch so ein Stück weit den Look. Uh, von Steve Jobs mhm. übernommen, uh, war sie am Anfang noch sagen wir mal ein bisschen luschig gekleidet. <laughs> äh, mit so wird es immer kolportiert, so aber zumindest nicht so ausgefeilt, was genau. mit Charlotte geht wie später. Sie hat die Firma mit 19 Jahren gegründet, ja, das muss man das auch nochmal sagen. Haben wir nicht gesagt, äh, Im Jahr 2003. Oder? Hat sie dann später in der Regel immer einen, häufig einen schwarzen, also eigentlich immer einen Rollkragenpulli getragen, einen, eine Hose, also immer so eine Hosenanzug Rollkragenpulli Kombination und das war natürlich eine Hochgesteckte Haare, meistens äh, blond, sie war hochgewachsen. Ja. Hat dann auch, äh, also sie hat sehr, sehr große Augen. Äh, ihr werdet es euch ja im Netz äh, anschauen können und hat die aber auch noch durch äh, Make-up betont. Und hat sich angewöhnt, dann, also zum einen, also erstmal optisch, so ein bisschen in Richtung Steve Jobs, das ja. war durchaus sicherlich gewollt von ihr. Äh, und die großen Augen, sie hat in äh, Konversationen, und das ist durch die Bank bestätigt, und wenn man sich Interviews mit ihr anschaut oder auch Auftritte bei Paneldiskussionen sie hat vermieden zu blinzeln wenn sie leute angeschaut hat oder mit leuten gesprochen hat einfach um sozusagen ständigen augenkontakt zu halten und äh, es wird immer berichtet oder häufig berichtet dass das, das quasi hypnotisches hatte mhm. und was ganz interessant ist sie hat irgendwann ihre ich sage jetzt mal, so wird sie beschrieben, normal feminine Stimme in einen tiefen Bariton mhm. willentlich runtergelegt. Und vielleicht nutzen wir mal die Gelegenheit, einen der, der Theranos Werbespots, in denen sie selber was erzählt, mal kurz einzuspielen. Da könnt ihr mal dann die Stimme von Elizabeth Holmes und auch ihre Intonation und wie sie gesprochen hat, äh, euch mal anhören. Interessant ist in allen Ausschnitten, wo ich sie habe... Sozusagen öffentlich sprechen hören, hat sie nicht einmal Ähm gemacht, was für Amerikaner ungewöhnlich ist, sondern sie macht dann immer eher Pausen in ihrer Sprache. Ich finde das ganz interessant. Sie benutzt keine Füllwörter, macht dafür aber unter Umständen mitunter auch längere Pausen in dem, was sie sagt, wo sie im Grunde genommen nicht durch das Füllwort mhm. äh, nachdenkt, sondern durch die Pause nachdenkt. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz rein: 40 Sekunden, selbst wenn ihr nicht gut Englisch spricht, what is wrong with modern medicine? people don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies that can change their lives. every person should have the ability to get that type of test because if you understand that early, that you're at risk, there's a lot more that you can do about it. And we'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing and the types of tests that are done are ones that provide insight into the onset of disease in time to do something about it. Und da merkt ihr schon, das klingt merkwürdig und das klingt natürlich bei mir auch merkwürdig, wenn ich das mal machen würde. Dann würde <laughs> ja, ich bei, immer so ja, gut bei dir. Und man müsste halt, ja, aber man merkt, ich muss auch ein bisschen pressen. Das heißt? Ja, dieses Gepresste, ja. das äh, kommt sicherlich mit dazu. Äh, es gibt ein Interview mit Phyllis Gardner, der, also der Stanford-Professorin, das ist glaube ich bei 60 Minutes Australia, wo sie darauf angesprochen wird, was sie denn zu der Stimme von Elizabeth Holmes später sagt und die sagt, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe. Ich war geschockt. So spricht doch keiner. Und als die bei mir im Büro gesessen hat, die hat mich ein paar Mal aufgesucht, um mir ähm, einen Knopf ans Ohr zu labern, auf Deutsch gesagt. Ähm da hat die anders gesprochen und es gibt auch einen Podcast meine ich in dem sie zu Wort kommt die Holmes in dem sie mal für einen kurzen Moment vergisst so tief hm. runterzugehen mit der Stimme und da kann man wirklich dann den Unterschied auch hören dann hinterher macht es es dann wieder und das ist natürlich alles einerseits Teil des Images Andererseits natürlich auch Teil ihrer Überzeugungsmasche, also mit diesem starren Blick, mhm. das sagen auch viele Menschen, die mit ihr zu tun hatten, hat sie natürlich jedem, mit dem sie gesprochen hat, das Gefühl gegeben, in diesem Augenblick die wichtigste Person in ihrer Welt zu sein. Also niemand anders zählt, außer die Person, die sie gerade vermutlich von irgendwas überzeugen wollte, als sie mit ihr gesprochen hat. Und diese, diese tiefe Sprechweise. Hat natürlich einerseits ähm, für mehr Seriosität sorgen sollen, denke ich mal. Sie wollte ernster genommen werden. Und dann ist es natürlich auch interessant, wenn du da eine hochgewachsene Blondine hast, die ansonsten wirklich sehr, sehr hübsch und weiblich aussieht, die dann mit einer tiefen, überzeugenden, fast Männerstimme hm. spricht. Und ich. Ich denke auch, dass das alles Faktoren sind, die zu ihrem Ikonenstatus beigetragen haben. Und dazu noch die Miniaturisierung einer Diagnostik. Ähm, vor der viele Menschen Angst haben, die Möglichkeit ähm, Krankheiten früh zu erkennen. Das sagt sie ja auch in diesem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben. Und die, und und Verfügbarkeit, die Verfügbarkeit für jedermann. Äh, einer ihrer Werbesprüche war ja, damit niemand zu früh äh, sich verabschieden muss von lieben Menschen. Ähm, und dann ist sie auf diesen Covers äh, immer mit diesem Nanotainer äh, zu sehen, den sie zwischen Zeigefinger und Daumen hält. Mhm. Und äh, das zusammen mit ihrer ganzen Präsentation. Das ist auch wirklich Faszinierend. Ich, ich, ich denke, wenn man das alles zusammenträgt, dann ist es kein Wunder, warum so viele Menschen sie bis aufs Blut verteidigt haben. Und George Schulz zum Beispiel. Hat ja im Grunde genommen bis zu allerletzt, bis alles vorbei war, äh, daran geglaubt, dass sie ihm die Wahrheit gesagt hat. Wir müssen jetzt mal ganz kurz einen Schritt dann auch zurücktreten und müssen nochmal in die Zeit schauen, in der wir uns befinden. Mhm. Und wir befinden uns jetzt ab 2003 bis 2013 erstmal in einer Phase, wo wir im Silicon Valley nach dem Platzen der New Tech Bubble, die es da vorgegeben hat, da ist ja das erste Mal so eine Tech Bubble, so eine Internet Bubble geplatzt, hat sehr viele Menschen sehr viel Geld gekostet. Ein paar Menschen haben davon profitiert, uh, unter anderem dann ja auch der spätere CEO Sonny Balvani von uh, Theranos. 2009. Der, genau, der mhm. dann Glück hatte. Um, aber das war die Zeit, in der Unternehmen wie Uber gegründet wurden, also dieses pri private Taxiunternehmen im Grunde genommen. Facebook war in der Anfangsphase, Yahoo war in der Anfangsphase, Apple war gerade wieder auf dem Rise to Fame. Es gab Zeiten, da war Apple im mhm. Grunde genommen abgemeldet. Steve Jobs hat da nicht gearbeitet, man hat ja irgendwann Steve Jobs zurückgeholt, weil man Apple retten wollte, weil man im Grunde genommen kurz davor war. Ja, den, den, den Konzern zu verlieren. Und in, 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 dieser Zeit, in dieser Phase, in dem, und Amazon, äh, auch, auch begann. Mhm. Also, das war so eine Zeit, wo diese ganzen, äh, Tech-Konzerne anfingen. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Aspekt, den wir auch mal ansprechen müssen. Das haben wir bis heute. Allerdings immer in einer anderen Schwarze, nämlich den, den, Begriff der Vaporware, also der, der, der Rauch. Ware, mhm. wenn man es so übersetzen würde, Dampfware, nämlich, dass äh, Technologiekonzerne, oh, zum Beispiel heute sind es auch zum Beispiel Spielefirmen unter Umständen, einen ersten Trailer veröffentlichen, Ankündigungen für ein Spiel zum Beispiel machen, bleiben wir mal äh, in, in dem Kontext. Und alle Leute sind völlig geschockt und sagen, wenn das kommt, das wird die Spielebranche äh, revolutionieren, das wird das beste Computerspiel aller Zeiten. Und wenn das Spiel dann drei, vier Jahre später rauskommt, sind Vielleicht ein Drittel der Versprechen eingehalten worden und andere äh, Spielekonzerne haben dann entsprechend. Im Grunde genommen das Gleiche auch schon programmiert, haben es damals nicht so früh angekündigt. Und manchmal werden Spiele auch angekündigt, die dann nie die äh, Realität erblicken. Das ist und bei Technologien übrigens das Gleiche. Also auch damit haben sich ja Technologiekonzerne, die haben dann das Blau vom Himmel versprochen, was alles möglich sein wird, erstmal was die Technologie angeht, und ist dann später nie umgesetzt. Da äh, kommt noch etwas zum Tragen, das ich im, also aus dem Coaching-Bereich schon vor Jahren immer gehört genau, habe. Das dieser, führt dahin. Dieser, ich, den, dieser Spruch, den ich scheußlich finde, nämlich Fake it till you make it. Ja. Also, tu so, als ob du es hinkriegst, könnte man es ungefähr übersetzen. Und das muss etwas gewesen sein, dass sie sich sehr, sehr verinnerlicht hat, die Elizabeth Holmes. Das ist natürlich auch in der Technikbranche noch ein bisschen was anderes, also erstmal so zu tun, als hätte man das Produkt schon und dann im Hintergrund fieberhaft dran zu arbeiten, ja. es auch wirklich hinzukriegen und umzusetzen, mag in der Tech-Branche noch irgendwie funktionieren, nicht aber wenn es um die Gesundheit von Menschen geht. Es gibt eine ganze Reihe von Berichten, dass bei diesen Apple Keynotes, wenn dann neue iPhones präsentiert wurden oder neue äh, iPads oder andere Geräte von Apple, äh, gibt es häufig Berichte, dass so manches manchmal da auch ein bisschen fingiert war, weil die Technologie zu im Moment der Präsentation ähm, noch gar nicht fertig war, ähm, aber tatsächlich hat Apple ja dann in der Regel auch immer delivered und äh, mhm. also es wurde dann auf der Bühne etwas präsentiert, was noch nicht ganz ausgereift war, aber von dem man wusste, es wird Realität werden. Und das ist ein entscheidender Unterschied zu Theranos auf der einen Seite, weil das war eben nicht so. Und der zweite Aspekt ist, wir haben mit Theranos ein Unternehmen gehabt, was Versprechen äh, in Bezug auf Gesundheit ja, gegeben genau. hat mhm. und damit das Leben von Menschen ja. direkt beeinflusst hat. Und das war neu, aber man hat es, deswegen haben wir jetzt gerade diesen kleinen Exkurs mal gemacht, so gar nicht wahrgenommen. Weil das war eine Zeit, so Anfang der 2000er bis in, in die 2010er Jahre hinein, wo die Menschen gedacht haben, ab jetzt wird alles möglich mhm. sein. Im Silicon Valley sitzen die Menschen, die alles hinbekommen, was sie uns versprechen. Es gibt eine Episode in der Firmengeschichte von Theranos, die genau das eigentlich zum Ausdruck bringt. Also ab 2013 ist man ja mehr oder weniger an die Öffentlichkeit gegangen. Man hat aber im Hintergrund auch versucht, mit äh, namhaften Pharmafirmen Geschäfte zu machen. Pfizer, und eine davon Novartis. Genau, eine davon war Novartis. Und da ist also äh, Elizabeth Holmes mit ihrem Team in die Schweiz gereist. Nach Basel Die hatten, zum die hatten das Ding dabei, die Maschine. Kurz vorher hatte man einmal die Situation, dass das funktioniert hat. Und dann haben sie gedacht: Hurra, wir haben es geschafft. Dann war man aber. Vor Ort und es hat nicht funktioniert, und äh, es wurde fieberhaft wirklich vor Ort danach gesucht, woran das denn liegen könnte, dass der Test nicht mehr funktioniert. Und übrigens hat man zwei Geräte dabei, und beide Geräte ja. haben dann nicht mehr funktioniert. Ja. Äh, aus verschiedenen Gründen: Temperatur war ein Problem, und ich kann nachher noch mal ein bisschen beschreiben, wie das Ding von innen ausgesehen ja. hat. Aber wie du sagst, man hat es einfach nicht zum Laufen nee, gekriegt. Nee, man hat es nicht zum Laufen gekriegt und hat sich dann, als die Präsentation immer näher rückte, man musste ja irgendwas machen, dazu entschlossen, ein altes, gespeichertes, tatsächliches Ergebnis nochmal zu präsentieren, da ähm, sozusagen hervorzuzaubern, damit man zeigen konnte, ja, das Ding, dieser Apparat funktioniert. Also, das war Fake It Till You Make It vom Reinsten. Es gibt... Berichte, also das war das erste äh, Theranos-Gerät. Es hat dann dazu geführt, dass sowohl die Firma Novartis als auch GlaxoSmithKline als auch ähm, äh, Pfizer, um mal halt drei zu nennen, da machen wir auch keine Werbung für einen der Konzerne, hatten alle Interesse an dem Gerät. Pfizer hat sogar eine, eine äh, Studie in Auftrag gegeben, die hatten die Idee, dass bei KrebspatientInnen äh, so ein Gerät nach Hause geliefert werden soll, auch so eine Idee von Elizabeth Holmes, mhm. sie wollte ja im Grunde genommen nicht nur, dass es ein Testzentrum gibt, sondern irgendwann wollte, hatte sie die Vision, dass jeder so ein kleines Gerät bei Bis, sich zu Hause stehen hat. Bis zum Militär, was sie ja auch behauptet hat, also dass man das quasi im Felde… Mit dabei haben sollte, damit um dann die Diag äh, Diagnostik gemacht werden konnte. Ja. Genau. Und Pfizer, äh, Pfizer hatte eben die Idee, ein, ein neues äh, Krebsmedikament zu testen in einer Studie und hatte die mh, an sich ja gute Idee, mit Theranos zusammenzuarbeiten, um regelmäßig von PatientInnen zu Hause Testergebnisse zu bekommen, um zu schauen, ob dieses Medikament anschlägt oder nicht. Diese Studie hat natürlich nicht funktioniert, weil das Gerät von Theranos nicht funktioniert hat. Und damit war im Grunde genommen diese erste Idee, mit Pharmaunternehmen äh, zu kooperieren. Und im, im Wesentlichen ging es nicht nur, also bei Pfizer war es relativ weit vorangeschritten, aber bei den anderen Unternehmen genau auch darum. Nämlich, PatientInnen oder auch Testpersonen solche Geräte nach Hause zu geben, um die direkte Wirkung eines neuen Medikamentes mit zu überprüfen, was natürlich eine super Idee ist, was, wenn es so funktioniert hätte, wie Elizabeth Holmes es versprochen hätte, unglaublich günstig gewesen wäre. Das heißt, es hätte die Entwicklung von wirksamen Medikamenten mit wenig Nebenwirkungen extrem verbilligt. Ja, wenn man da also jeden Tag mit so einem Theranos-Gerät ein Blutbild hätte machen können, ein umfassendes, und nicht nur die Patienten nach einer Woche hätte einbestellen können, das wäre nebenwirkungssicherer gewesen. Also die Idee war gut. Aber diese Runde ist gescheitert. Und damit war im Grunde genommen nach ein, zwei, drei Finanzierungsrunden klar, Theranos wird nicht mit Pharmaunternehmen zusammenarbeiten. Jetzt kann man. Ähm, Nochmal darüber kurz philosophieren, warum denn dieses Gerät in Amerika nicht von der FDA anerkannt mhm. worden ist. Das ist die Einrichtung, die im Grunde genommen Medizinprodukte in Deutschland ist es, äh, wer, würde es ein Medizinprodukt sein. Da war äh, natürlich dann immer mal wieder auch die Überlegung, hat das, das Ding den Food and Drug Administration? Genau. Ähm, ha, haben die denn eine Anerkennung? Ja. Und hier hat sich Theranos ein, äh, ein, ein, ein Loophole sozusagen zur, äh, zu eigen gemacht. Sie haben nämlich Ihre Geräte ja gar nicht verkauft zu dem damaligen Zeitpunkt, sondern die Tests, also die Idee, die Sie hatten, und so sollte das Gerät funktionieren, war, ist, dass dieser Bluttest in dem Gerät stattfindet, also die Kartusche, später sind sie etwas größer geworden, war nicht mehr so kreditkarten groß, mhm. wird eingeführt, das Gerät macht die Tests, übermittelt das, was es gemessen hat, an das Labor nach Amerika und dort wird das Testergebnis erstellt und das Testergebnis kommt zurück ins Gerät. Und damit war man der Auffassung, das Labor ist in Amerika und die ganze Labordiagnostik wird gar nicht aus dem Haus hinausgegeben. Und damit war man der Ansicht, und das... Galt auch erstmal so, dass die FDA gar nicht dafür zuständig ist. Und somit konnte also Theranos sehr, sehr lange ohne eine Überprüfung, ob das ganze Ding vielleicht ein Medizinprodukt ist und dann muss so ein Gerät zum einen nachweisen, dass es das tut, was es macht, mhm. dass es keinen Schaden verursacht und dass es gewissen Qualitätsstandards genügt. Das haben sie an der Stelle schon mal umschifft. Wenn man sich äh, Berichte von Mitarbeitern jetzt dann äh, anschaut aus der damaligen Zeit, dann hat dieses Gerät ständig Fehler gemacht. Ähm, die, die und zwar, also auf wirklich eklige Weise, also Die was Biiketten. da im Inneren äh, abgelaufen ist, im Inneren dieses Apparats glich einem Blutbad im wahrsten Sinne des Wortes. Es war unhygienisch ohne Ende. Genau, also da sind im Grunde genommen so Pipetten in dem Gerät rumgefahren, haben dann natürlich diese kleinen äh, versucht, kleine Blutproben zu nehmen, dann jeweils mit den anderen Reagenzien in Verbindung zu bringen, durchzumessen. Und was regelmäßig passiert ist, ist, dass a natürlich Blut rumgetropft ist in dem Gerät, dass Pipetten abgebrochen ist, das Blut ausgelaufen ist und es wird dann von äh, Mitarbeitern von Theranos in der Entwicklung und dann auch in den Prüflaboren berichtet, die dann immer mal wieder die Dinger aufmachen mussten. Da war dann wirklich. Die mussten da reingreifen, mit zwar bei Handschuhen, aber mit den Händen. Also was da passieren konnte. Genau. Wenn da infizierte Verletzungsrisiko rum. und so. Also man kann es sich wirklich nicht ausdenken. Genau. Das ist schrecklich. Bis zum Ende des Konzerns hatte man im Grunde genommen zwölf Tests. Das kann man ja mal ersagen, sagen, die. Uh, später dann, die nächste Iteration des Geräts hieß dann Addison, nach dem berühmten amerikanischen Entwickler. Das ist der mit dem Zitat, ich habe nicht versagt, sondern ich habe nur tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Uh, oder sind es dann ich weiß es jetzt genau, nicht. Genau, und dann habe ich, hab die, ich die neue Erfindung war. gehabt. Ähm, äh, und äh, also 12 bis 14 Tests konnte das Gerät durchführen, bewusst. Uh, Theranos hat am Ende damit geworben, das ist immer so ein bisschen widersprüchlich, dass es zwischen 200 und 240 Testverfahren in diesem Kasten hatte und wir können uns ähm, den Addison den so vorstellen, von der Größe her so ein bisschen wie so ein Laserdrucker, ähm, der ja auch eine gewisse Größe hat. So ein dickerer PC vielleicht. Ja, auch sowas. so sah er aus. Sie hat ganz am Anfang tatsächlich sich äh, von Apple dann auch äh, Designer abgeworben unter anderem äh, eine Designerin, die mit am iPhone gearbeitet hat, aber diese Apple-Mitarbeiter haben relativ schnell dann Theranos wieder verlassen, weil sie Zweifel daran hatten, ob das Produkt mhm. das kann, was es äh, was es macht. Und hatten auch wirklich ethische Bedenken, gerade die äh, Designerin von Apple, die auch den Edison dann mit äh, designt hat. Genau. Die ist dann sehr schnell äh, abgesprungen. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir schon erzählt hatten, dass dann doch noch äh, geschäftsmäßig der große Wurf äh, mit dem Deal mit, Wall, äh, mit ähm, Walgreens äh, stattgefunden äh, wollt hat. Wollte ich gerade ja. wollt darauf hin, äh, hinsteuern. Also, also, das Gerät, wir bleiben jetzt erstmal dabei, das Gerät funktioniert nicht gut. Es kann mhm. 12 bis 14 Testverfahren. Also, manchmal klappt es. <laughs> und dann gab es noch ein weiteres Problem, denn diese Tests, diese 12 bis 14 Tests, waren auch noch äußerst ungenau wenn sie durchgelaufen sind das heißt die testwerte waren überhaupt nicht verlässlich das kam auch noch hinzu. aber man hat eben weiter Werbung gemacht, weiter Geld eingetrieben. Und was man äh, dort dann bei diesen Runden immer wieder gemacht hat, ist, dass man den Leuten im Grunde genommen nahegelegt hat, wir haben hier so ein Edison mitgebracht, wir machen jetzt mal einen Bluttest gemeinsam. <laughs> ja. Und äh, interessant dabei ist, äh, wie das funktioniert. Hat, und da kommen wir jetzt mal langsam auch hin zu der kriminellen Energie, die in dem Konzern äh, ja vorgeherrscht hat. Denn was konnte denn passieren? Man hat da so eine Kartusche reingelegt. Und wenn dann, wie wir es beschrieben haben, dann so eine Pipette abgebrochen ist oder das Ding sich aufgehängt hat, dann war das natürlich problematisch. Kracht, gezischt und geraucht. Genau. Um Verboten. das zu vermeiden, also das war dann hinterher ein bisschen besser abgeschirmt, gab es dann aber ein Programm. Das Demo hieß, was auf die Geräte eingespielt wurde, denn diese sahen aus wie so ein Laserpointer, wir haben das beschrieben, hatten aber ein Touch-Display, was so ein bisschen Apple-artig war. Also, das war natürlich da, auch da, merkt man wieder, wie sehr sie Steve Jobs und Apple äh, verehrt hat. Und wenn das System mitkriegte, dass es eine Fehlermeldung gibt, dann war diese, waren diese Geräte so umprogrammiert, dass der Fortschrittsbalken einfach nicht weiterging. Das heißt, das Gerät. Kam nicht zum Ende mit der Analyse. Und dann war es so, dass man gesagt hat: Wir können ja auch mal schnell was essen gehen oder wir zeigen euch mal die anderen äh, Räumlichkeiten. Wenn man extern so eine Präsentation durchgeführt hat, dann war es meist so, dass Sami Balwani gesagt hat: Ah, das liegt jetzt am Internet, dass die Leitung gerade, das wird nicht gut übermittelt. Ähm, das funktioniert gerade nicht so gut. Und ähm, dann sind alle Leute rausgegangen. Und man hat. Dann wurde diese Kartusche entnommen. Es waren MitarbeiterInnen auf Standby bereit. Ja. Die haben sich das geschnappt und haben im hauseigenen Labor auf ganz herkömmliche Weise Tests durchgeführt. Also, und das ist schon. schon Total absurd eigentlich. Genau, das war. Eine Räuberpistole. Genau, also das war dann das, wann man, wenn man im Haus war und dann, wenn man vom Essen zurückkam, dann äh, waren die Tests fertig. <laughs> Bei externen Veranstaltungen hat dann einfach die Datenübertragung nicht geschafft. Aber äh, sowohl äh, Elizabeth Holmes als auch dann in Kombination später mit Sonny Bawani als COO, als Präsident der Firma, haben die Leute überzeugt. Die haben die Leute so sehr geblendet, dass sie geglaubt haben, dass das funktionieren wird. Und nachdem dann äh, das mit den Pharmakonzernen nicht geklappt hat, hat sie dann äh, trotzdem bei den Informationsbroschüren und den Materialien für Anleger reingeschrieben, dass Pfizer das Gerät gut bewertet oder auch GlaxoSmithKline das Gerät gut, gut bewertet und dass sie mit diesen Unternehmen sogar zusammenarbeitet, was erlogen war. Gleichzeitig hat sie immer davon gesprochen, dass es auch Verbindungen zum US-amerikanischen Militär mhm. gibt, sodass die Leute Schließlich gedacht haben... saßen ja generell auch im, im Board. Genau. Und das hat dazu geführt, dass die Leute geglaubt haben, okay, die haben mit großen Pharmakonzernen Verträge, die haben mit dem US-Militär Verträge. Wenn man sie darauf angesprochen hat, hat sie immer gesagt, Entschuldigung, das ist natürlich Geheimhaltung, wie sie sich vorstellen können, wenn man mit dem Pentagon Verträge macht, dass wir da jetzt nicht offen drüber reden können. Hat dann aber immer wieder angedeutet, dass im Kriegseinsatz äh, Afghanistan oder andere Kriege, die es zu der damaligen Zeit gab, Einsätze der US-Amerikanischen Militärs, dass da schon in einem Humvee oder in einem Helikopter so ein Edison ist und dann sofort das Blut der Soldaten untersuchen kann. Also da wurde ganz offensichtlich das Gerät größer gemacht, als es ist. Also da wurde nicht die Wahrheit gesagt, also sagen wir es mal so. Und das Zweite, was tatsächlich stattfand, war, dass man die Bilanzen gefälscht hat. Das heißt, für Risikokapitalgeber ist ja immer entscheidend, wie ist denn der Umsatz in diesem Jahr, wie ist der Gewinn in diesem Jahr und wie sieht es im nächsten Jahr aus. Und da waren es Völlige Fantasiezahlen, die immer wieder veröffentlicht waren. Also zu Zeiten, wo das Unternehmen im Grunde genommen Verlust eingefahren hat, weil es ja keine wirklichen laufenden Verträge gab, aber das Unternehmen über die Zeit bis auf 800 MitarbeiterInnen angewachsen ist, hat man also im Grunde genommen immer gesagt, ja, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich eine Milliarde US-Dollar Umsatz machen. Und das waren halt alles völlig erstunken und erlogene Zahlen. Naja, die Einstufung des Unternehmens lag aber irgendwann dann mal bei fast 10 Milliarden Dollar. Das ist genau, mich genau der Punkt. Also über die Zeit ist es so gelungen, circa, 700 Millionen Dollar an Kapital, an Risikokapital einzunehmen und das Unternehmen ist dann am Ende in den Jahren 2013, 2014 mit bis zu 10 Milliarden US-Dollar geführt gewesen als Wert geschätzt worden und da Elizabeth Holmes ja eben als als Privatunternehmen geführt hat und das Unternehmen nicht an die Börse gegangen ist, war die, Helf, war die Hälfte des Werts des Unternehmens ihr Geld. Das heißt, sie galt dann auch als eine der ersten und jüngsten Self-Made-Milliardärinnen mhm. der USA. Und das führte zu weiteren Cover-Stories und führte tatsächlich dazu, dass sie dann äh, an Universitäten bei anderen Gelegenheiten natürlich so inspirationale Vorträge für junge mhm. Frauen gehalten hat, um sie zu Frauen motivieren. Frauen in der Wissenschaft, in der Tech-Branche. Fuß zu fassen. Und da war sie in der Zeit ein echtes Vorbild für sehr, sehr viele Menschen. Also, wir haben jetzt gerade mal so den Weg aufgezeichnet, aber tatsächlich irgendwie musste das Unternehmen ja Geld verdienen. Dann irgendwann ja auch mal dann doch. Und tatsächlich hat ja Elizabeth Holmes, das muss man ihr zugestehen, immer daran geglaubt, dass das geht. Das Problem war eben nur, dass sie nicht auf ihre MitarbeiterInnen gehört hat. Man hat denn ihr irgendwann gesagt, du kannst nicht mit so wenig Blut diese Tests machen. Das geht nicht, das ist unmöglich. Dann wurde das angepasst, dass es nicht mehr ein Nanotainer war, sondern zwei Nanotainer. Dann war das Problem, dass das Unternehmen festgestellt hat, dass man gewisse Tests nicht durchführen kann in der Größe, das funktioniert nicht und man hat gesagt, wir müssen das Gerät dann ein bisschen größer machen und dann hat Elizabeth Holmes gesagt, nein, das Gerät mhm. wird nicht Größer. Meine, meine Vision, meine Vision. Das muss auf die Anrichte in einem Privathaus passen. Ihr dürft das Gerät nicht größer machen. Und dann haben wir gesagt, aber wie soll das gehen? Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Mitarbeiter in den Jahren auch immer wieder gekündigt haben, frustriert waren, hingeschmissen haben und dann im Grunde genommen als Verräter an der Vision auch gebrandmarkt worden ja, sind. Ja, und äh, wer da wirklich auch maßgeblich beteiligt war, war Sandy Balwani, mhm. der intern, der Vollstricker genannt wurde, der Enforcer. Und der hat die Leute wohl tatsächlich sehr stark unter Druck gesetzt. Also wer Kritik geübt hat, ähm, wurde da relativ schnell mundtot gemacht. Die MitarbeiterInnen waren natürlich durch NDA, also Non-Disclosure Agreements. Verschwiegenheitserklärung. Ohnehin, Verschwiegenheitserklärung, ohnehin dazu verpflichtet, nicht mal den engsten Angehörigen zu erzählen, was sie da eigentlich beruflich machen, genau. Ja. Yeah. Ähm, aber wenn jemand intern selbst innerhalb des Unternehmens Kritik geübt hat und eben auf Missstände hinweisen wollte, dann ist ja er, er oder sie äh, relativ schnell gegen die Wand gelaufen. Das führte dazu, dass äh, man, äh, dass die unterschiedlichen Abteilungen des Konzerns nicht mehr miteinander reden durften. Also die Entwicklungsabteilung hat nicht mit den äh, Chemietechnikern geredet oder mit den medizinischen Mitarbeitern. Was natürlich befremdlich war, weil in anderen Tech-Konzernen natürlich der Austausch zwischen den verschiedenen Abteilungen dazu führt, dass ein Produkt zum Erfolg geführt wird. Mit äh, Sunny Bavani spätestens gab es eine hohe Sicherheit in dem Gebäude. Man kam nur mit Keycards überhaupt irgendwo hin. Es wird berichtet. Die auch getrackt wurden. Getrackt also, getrackt man von, konnte genau. jederzeit sagen, wer, wo, wie sitzt oder sich hinbewegt. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass die MitarbeiterInnen an den Arbeitsplätzen überwacht wurden, also, was E-Mail-Verkehr e angeht und andere Dinge, also das war schon äh, so ein bisschen Geheimdienstatmosphäre, die da herrschte. Für Investoren, die zum Konzern kamen, wurde es immer so verkauft, dass sie natürlich Angst davor haben, dass die anderen Laborkonzerne äh, Theranos ausspionieren würden. Und das führte eher bei den Investoren dazu, dass sie gesagt haben, okay, wenn die nichts geheim zu halten hätten, warum soll so eine Security hier sein? In Wirklichkeit war man eben darauf bedacht, dass keiner mitkriegt, mhm. dass das Zeug alles nicht funktioniert. Jetzt kommen wir. Mal in, die, in die Phase rein ja. äh, des Deals mit Walgreen, den du schon angesprochen hast. Im Prinzip eine Apothekenkette in den Vereinigten Staaten. Drogerie. Drogerie. Mhm. Und äh, das Interessante ist, dass sie es geschafft haben, auch mit das wäre jetzt wirklich komplex, das zu beschreiben aber mit Hinhaltetaktik mhm. und ähm, sehr merkwürdigem Geschäftsgebaren, dass sie es hinbekommen haben, äh, dass Walgreens in gewissen Filialen sogenannte Wellness Centers eingerichtet hat mhm. für äh, Theranos. Also das waren so Kabinen, die ganz hübsch eingerichtet waren, in denen dann eben so ein Gerät stehen sollte. Mhm. Und dann sollten die Leute da hingehen, sich gemütlich hinsetzen. Eine Labor, also eine geschulte Mitarbeiterin äh, sollte dann Blut abnehmen. Dann kommt das in das Gerät und die Leute kriegen ganz schnell ihre Ergebnisse. Das war so der Plan, die Vision von Elizabeth Holmes und von Theranos. Zweiter Vertrag, der geschlossen wurde, war mit der Kette Safeway. Mhm. Das war ein Lebensmittelkonzern, im Grunde genommen also Supermarktkette, mhm. kann man sagen. Auch da gab es einen Deal mit einer ähnlichen Idee. Sowohl Safeway als auch äh, Walgreen waren gar nicht so begeistert davon, dass es nicht exklusiv bei dem einen oder anderen blieb. Aber was wollte man machen? Und was hier hinzukam, ist, dass äh, gerade Walgreen auch in großem Konkurrenzdruck zu anderen... Drogerie oder, oder Pharmazieketten in den Vereinigten Staaten stand und man sich erhofft hatte, damit einen Marktvorteil zu bekommen und das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Äh, etwas, was in der Branche dann später, äh, was so Investoren und so angeht, immer das FMO Syndrom genannt wurde, Fear of Missing Out. Also die Idee, wenn wir jetzt nicht investieren, macht's wer anders und dann haben wir nicht den Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wir müssen auf den Zug aufspringen, sonst fährt er ohne uns in die Zukunft und wir hängen irgendwo in der Vergangenheit fest. Und auch das haben natürlich Bawani und Elizabeth Holmes gnadenlos ausgenutzt. Und wie du schon sagst, das führte jetzt aber dann dazu, dass sie irgendwann mal auch abliefern mussten. Das heißt, es gab eine immens große Verzögerungstaktik. Die Geräte wurden nicht geliefert. Dann hat Walgreen angefangen, tatsächlich die Filialen umzubauen, hat nicht nur in den Vertrag sehr viel Geld investiert, da waren dann auch immer Kredite für Theranos mit drin, sowohl bei, Safe, äh, äh, bei Gott, Safeway mhm. heißen sie, mein Gott, mhm. als auch bei Walgreen, ich will mal Safe Green sagen. Ähm, äh, das heißt, es gab den Vertrag und es wurden dann auch immer Kredite ähm, bewilligt für das Unternehmen, damit halt Kohle da blieb. Ähm, und parallel hat man investiert in Umbau der Filialen und irgendwann war es dann so, dass man das also dann auch den Vertrag erfüllt haben wollte und es kam dann dazu, dass die ersten Theranos-Tests stattfinden sollten dann in den Filialen und dann war es aber tatsächlich so dass äh, es nicht funktionierte. Nee, das, also, das hat anders funktioniert als ja. angekündigt. Also das wurde da schon Blut abgenommen. Und das Gerät hat ja halt nicht es so es funktioniert. Es waren auch MitarbeiterInnen geschult, da zu sitzen und das zu machen. Ja. Nur wurden die Proben dann abgeliefert und äh, ins Labor gekarrt bei denen und dann eben auf, auf, auf normalen Laborgeräten, teilweise von Siemens ausgewertet. Also das ist genau der Punkt. Also zum einen gab es nur ein ganz paar Tests, die tatsächlich mit mhm. diesem Fingerstechen funktioniert ja, also, haben. Sollte ich vielleicht noch erwähnen, ja. weil es so plastisch ist, es war ursprünglich fast wie im Restaurant, so, so eine Menükarte, das ist ja auch noch ein äh, ja. interessanter Punkt, eine Menükarte, wo die Patientinnen oder die Menschen, die dort hingegangen sind, sich selber aussuchen konnten, was sie denn machen lassen wollten. Wo man sich ja auch noch mal drüber unterhalten könnte, aus medizinischer Hinsicht, wie, in, wie gut ist das wirklich, wenn PatientInnen selber sozusagen wie im Menü sich aussuchen, welche Bluttests gemacht werden. Oder ob nicht vielleicht eine Ärztin, ein Arzt besser sagen sollte, was wirklich wichtig ist und was ähm, Sinn macht und was nicht. Es ist so gewesen, dass äh, typischerweise auch hier so eine, so eine Art Überweisung notwendig war, also eine Anordnung von Arzt zum Bluttest und dann konnte man zu Theranos gehen. Elizabeth Holmes hat im Staat Arizona... Sehr viel Lobbyarbeit betrieben und da wurde dann auch ein Gesetz äh, verändert oder erlassen, dass PatientInnen ohne so eine Empfehlung des Arztes einen Bluttest machen konnten. das war dann auch genau die Testregion, in der Walgreen dann letztendlich das durchgeführt hatte. Das heißt, da hat sie dann auch Lobbyarbeit betrieben, um genau das zu umgehen. Also, dass jeder jederzeit hingehen kann, um einen Bluttest zu machen. Ähm, Ihr Slogan war immer mit einem Tröpfchen Blut, also mit diesem Nanotainer. Und es war dann relativ schnell so, dass Leute verwundert waren, die zu Wargreen kamen, um dann einen Bluttest mhm. zu machen, dass man ihnen den Arm abgebunden hat und so eine normale Kanüle plötzlich in Erscheinung trat. Und da arbeiteten dann auch MitarbeiterInnen, die trainiert waren zur Blutabnahme. Da gab es ein eigenes Ausbildungsprogramm. Und wenn die dann gefragt haben, warum jetzt ihnen der nicht in den Finger gestochen wird, sondern normal Blut abgenommen wurde, da wurde gesagt, bei diesem Test, den Sie machen wollen, ist es notwendig aus Qualitätsgründen, dass wir Ihnen dieses Blut abnehmen. Das heißt, da war so das erste Mal ein Signal, was auch die MitarbeiterInnen bei Walgreen dann plötzlich irritiert hat. Mhm. Und nicht nur war es dann so, dass diese Blutabnahmen da vor Ort dann in so eine Kartusche kamen und ins Gerät geschoben wurden, sondern genau wie Alexa beschrieben hat. Nein, das wurde nach Palo Alto in deren Labor gekarrt oder nach Newark in das zweite große Labor und Theranos musste dann panisch und das ist jetzt noch mal das Entscheidende. Alexa hat es einen Nebensatz gesagt: Laborgeräte, die es schon gab, kaufen und mhm. diese Bluttests auf diesen Laborgeräten durchführen. Was auch noch problematisch war, war, dass die Proben auf dem Weg ziemlich gelitten haben, also dass die teilweise überhaupt nicht fachgerecht dorthin ge gebracht und gelagert wurden. Und dieses ganze Unternehmen äh, war durchdrungen von so vielen technischen Fehlern, äh, dass man sich eigentlich Wundern muss, dass nicht noch viel mehr passiert ist. Es ist ohnehin schon sehr viel Schlimmes passiert. Also es gibt wirklich einige Fälle, wo die Diagnostik äh, tatsächlich sehr, sehr schief gegangen ist, aber ähm, man muss fast froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist. Und jetzt kommen wir dann letztendlich äh, zum Ende des Konzerns im Grunde genommen. Denn parallel zu dem, was wir gerade beschrieben haben, äh, gab es dann mindestens zwei Whistleblower, die begonnen haben, ähm, ja, mit einem Journalisten des Wall Street Journals zu sprechen und auf diese Missstände hinzuweisen. Ähm, äh, dabei kann man im Wesentlichen sagen, dass eine der beiden, Erika Changwa, die mhm. insgesamt sechs Monate bei Theranos gearbeitet hat, hatte studiert, ist zum Konzern gekommen, weil sie eben fasziniert davon war, wie Elizabeth Holmes als Frau äh, einen Tech-Giganten gegründet hat. Sie kam aus dem Chemiefach, im Grunde genommen. Erika Chung und hat, gesagt, hat da ihre äh, Hoffnung und Zukunft äh, gesehen. Und äh, der zweite war tatsächlich Tyler Schulz, der, der Enkelsohn Enkel von so, George Schulz. Von George Schulz. Mhm. Und äh, so begann jetzt im Grunde genommen ein, ein paralleler äh, Lauf. Also zum einen so ein nicht so ganz gelungener äh, Start von Theranos äh, mit den ersten Laufschritten äh, bei, bei Walgreen und so ab 2015 ungefähr. Mhm, genau, die Recherchen, die dann das Wall Street Journal angestrebt hat. Und es war im Grunde genommen so, dass äh, auch dann... Irgendwann die ersten Mediziner, anerkannte Mediziner aus den Vereinigten Staaten, dann irgendwann mal gesagt haben, naja, ist schon komisch, dass es überhaupt gar keine peer-review-wissenschaftlichen Artikel über das gibt, was da versprochen wird bei Theranos. Äh, eigentlich müsste es doch Studien geben, die veröffentlicht worden sind. Und es hat sich dann im Rahmen der Recherche des Wall Street Journals herausgestellt, weil dann immer mehr Mitarbeiter dann auch zum Teil, ohne dass man sie beim Namen nennen durfte, aber dann gesagt haben, naja, wenn es dann so... Eichungstests gegeben hat, die wir durchzuführen hatten, denn dazu waren sie immerhin dann auch mal verpflichtet, damit sie die Anerkennung als Labor behalten durften. Das wurde überprüft. Dann war es so, dass die Tests zum einen auf den Edison äh, durchgeführt wurden und zum anderen dann eben auf Geräten zum Beispiel der Firma Siemens. Und dann hat man festgestellt, dass die Edison Geräte halt gar nicht funktionierten. Die Siemens Geräte waren natürlich geeichte Geräte. Und dann hat man die Ergebnisse der Siemens Geräte zurückgemeldet und hat die falschen Werte von den Edison Geräten verschwinden lassen, hat aber für die Patienten die Edison Geräte. Ja, und setzt. hat aber auch Inspektorinnen, die durchaus mal im Haus waren, gar nicht in den Teil des Labors wo reingelassen, wo die Maschinen, die auf herkömmliche Weise getestet haben, getestet haben. Das heißt, die haben gar nicht mitgekriegt, dass es da so ein bisschen wie beim Wizard of Oz hinter dem Vorhang einen ganz anderen Bereich gibt, wo die eigentliche Arbeit stattfindet. Und die Tatsache, dass man dann auch Tests durchführen wollte, die mit den Theranos Edison Geräten nicht gingen, äh, äh, die man aber doch zum Anbieten wollte, führten dann dazu, dass zum Teil diese kleinen Blutproben, die man erhielt von Walgreen, äh, verdünnt mhm. wurden sind. Und das hatte dann natürlich einen, einen herben Verlust, äh, brachte das mit sich, was die Genauigkeit angeht. Das heißt, da sind dann auch zum Teil völlig falsche Werte entstanden. Das heißt, wir haben jetzt also die Entwicklung, dass es die Whistleblower gab, die all diese Missstände berichtet haben, die dann auch gekündigt haben, die wenn sie gekündigt hatten, dann meist aus dem Unternehmen rausgeführt wurden, bis hin zum Teil zu persönlichen Kontrollen, dass sie nichts mitnehmen durften. Sie mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Ihnen ist sehr aggressiv gesagt worden, wenn sie auch nur ein schlechtes Wort über den Konzern verlieren würden, würde man sie ruinieren und finanziell als auch von ihrem Ruf ruinieren. Und sowohl Erika Chung als auch Tyler Schulz haben... Entweder an Elizabeth Holmes im Fall von Tyler Schulz oder an Sami Bawani, also den zweiten Mann im Unternehmen, schriftlich ihre Bedenken geäußert mhm. und haben gesagt, das ist doch aber sehr komisch, was wir hier machen. Wir sagen Ihnen mal Bescheid, was bei Ihnen im Labor läuft. Also so in der Idee, dass er so eine Chefetage manchmal auch gar nicht weiß. Also bei Theranos war es dann immer die, die Teppichetage, ja, äh, die Carpeted Area und äh, die andere. Area, die, wo, die Area. Die Gefliese, genau. Also da, wo das Labor dann im Grunde genommen sich befundert. Und beide Male, in beiden Fällen, sind sie wirklich äh, auf das Schärfste angegangen worden. Und sie sollten sich bitte nicht um Dinge kümmern, die sie nichts angehen, sondern einfach ihre Arbeit machen. Es war von Tyler Schulz und von Erika Chung unfassbar mutig sich gegen Theranos zu stellen und äh, die Sache wirklich durchzufechten. Tyler Schulz, äh, da gab es noch die Besonderheit, dass äh, Elizabeth Holmes in der Familie ein- und ausgegangen ist. Die war schon ja, ein bisschen äh, wie so ein Familienmitglied. Und George Schulz hat sehr, sehr stark an das geglaubt, was sie gesagt hat und hat seinem Enkel da auch wirklich sehr großes Unrecht ähm, getan. Es wird im Grunde genommen immer wieder zitiert, dass er gesagt hat, ich, ich glaube dir, dass du das meinst, ja. dass das alles stimmt, was du mir sagst. Ich glaube aber auch, Elizabeth Holmes, dass du es nicht wirklich durchdringst, weil es eine so, mhm. ne, so neue Technologie ist. Und selbst Tyler Schulz hat persönlich gesagt, wenn ich da in dieser gefliesten Zone war, okay. habe ich gesehen, was alles schief gelaufen ist und habe mir gedacht, das kann doch gar nicht sein, das funktioniert alles nicht. Ja. Dann ist er hoch in die carpeted Area, hat mit Elizabeth Holmes unter Umständen gesprochen und hat ähm, dann gesagt, danach hatte ich das Gefühl, dass wir die Welt retten. Ja. Das heißt, die hat es. Selbst als er Zweifel hatte und gesehen hat, was alles schief läuft, noch geschafft, ihn zu wieder zu überzeugen, zumindest für einen Moment, dass das alles Sinn macht, was sie da tun. Und ähm, vor allen Dingen Erika Chung hat sehr, sehr ähm, stark auch mit ihren Ängsten zu kämpfen gehabt. Ich würde euch, wenn ihr ähm, Englisch versteht, dringend ans Herz legen, einen TED Talk von ihr anzuschauen, haben wir, haben wir den wir verlinkt. verlinken. Mhm. Den fand ich, also ich fand den so berührend, dass ich wirklich fast ein Kloß im Hals hatte. Nicht nur, weil sie, da werden wir nachher noch mal kurz drüber reden, wunderbar beschreibt, wie Ethik in der Wirtschaft und in der Wissenschaft möglich sein sollte. Äh, sondern auch, weil sie sehr persönlich auf, seinen, auf eine sehr persönliche Art und Weise davon berichtet, was für Ängste sie hatte, ja. als sie äh, tatsächlich sich dann an die Behörden gewendet hat und gesagt hat: Also, ich habe zwar jetzt äh, Bedenken, ich bin nervös, diese oder ich habe Angst, diese Mail zu schreiben, aber ich muss es einfach tun. Ja. Äh, guckt mal da bei Theranos, da läuft einiges schief. Ähm, was noch hinzukam, war, dass die äh, äh, juristische Vertretung zu diesem Zeitpunkt bei David Beuys lag, genau. dem wohl aggressivsten und erfolgreichsten Rechtsanwalt der Vereinigten Staaten, der unter anderem... Äh, glaube ich, über 20 Stunden lang Bill Gates in einer Angelegenheit verhört hat und äh, dann hinterher dazu geführt hat, dass Microsoft sehr viel Geld bezahlen und musste. Bush versus Al Gore. Ähm, auch diesen äh, yeah. Prozess hat er für Al Gore angestrebt, yeah. da verloren, aber auch da war er in den Medien präsent. Und das war. Dann der juristische Beistand, auch er war im Aufsichtsrat, im Board von Theranos, und ähm, das war natürlich, also man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen. Es ist aber belegt, dass Privatdetektive engagiert mhm. worden sind, die dann äh, Schulz und auch Erica verfolgt haben. Äh, es gibt dann eine Szene, wo dann äh, Tyler Schulz bei seinem Großvater nochmal zu einer Aussprache ist und da im Grunde genommen von zwei Rechtsanwälten von Theranos überfallen wird, die sagen, du musst übermorgen vor Gericht erscheinen. Hier hast du eine Unterlassungserklärung. Du hast eine, du darfst dem Konzern nicht mehr nahe kommen und so weiter und so weiter. Also das waren richtige Drohszenarien. Ähm, und Tyler Schulz hat sich dabei da nicht darauf eingelassen. Er hat nichts unterschrieben. Er hat aber immer geleugnet, dass er mit der Presse gesprochen hat. Wir haben eine wichtige Episode aus der Firmengeschichte von Theranos ausgelassen, nämlich die Geschichte von Ian Gibbons. Mhm. Ähm, Ian Gibbons war äh, tatsächlich vom Fach ähm, und hat ein solches Know-how gehabt, dass er eher im Prinzip maßgeblich auf den Patenten drauf gestanden hat. Er hat die erste, erste Maschine, die erste ja. Iteration entwickelt ähm, bei Theranos. Er ist dann innerhalb des Unternehmens immer weiter an den Rand gedrängt worden, weil natürlich auch er irgendwann gemerkt hat, das läuft alles nicht so, wie es eigentlich laufen soll. Äh, und er ist massiv unter Druck gesetzt worden, ist dann aber auch ähm, in einem... Ähm, früheren Gerichtsprozess, der angestrengt wurde gegen Theranos von ähm, Mr. Fuse, äh Fuse oder heißt der? Ja, also das glaube genau. ich würde jetzt ein bisschen sehr weit das, führen. Also, lassen wir mal aus dem Fall. ist er, ähm, oder wäre er gezwungen gewesen auszusagen, dass er auf den Patenten draufsteht und dass Elizabeth Holmes gar nicht wirklich diejenige ist, die maßgeblich diese Patente besitzt. Das hätte ähm, einiges von Theranos Arbeit sofort zunichte gemacht. Und er hat dann in der Nacht, bevor er hätte aussagen müssen, sich 2013 das Leben genommen. Ja, also das ist auch eine Geschichte, der war so verzweifelt am Ende, ist dann auch sehr, sehr diskreditiert worden. Die Ehefrau von Ihnen Gibbons ist dann auch später mhm. in den Gerichtsverfahren zu Wort gekommen, aber da sie natürlich keine Beweise hat, weil nach diesem Tod äh, ihres Ehemannes äh, ist man sofort angerückt und hat sie auch gezwungen, alle Unterlagen, Laptops, Geräte, die ihr Mann besessen hat, abzugeben, weil das sei ja in der Verschwiegenheitserklärung eindeutig, dass man das tun muss. Also da sehen wir schon auch ein bisschen die Geschäftspraktiken, die dabei Theranos angewendet wurden, um den Schein aufrecht ja. äh, zu erhalten. Äh, wir fassen es jetzt mal ein bisschen kürzer, ähm, weil das uns wirklich den Rahmen sprengen würde. Aber die äh, Recherchen des Wall Street Journals, die dann auch juristisch massiv bedroht worden sind, auch da ist dann David Boyce aufgelaufen äh, in der Redaktion. Äh, es gab äh, äh, Riesendruck äh, gegen das Wall Street Journal. Aber die Hinweise darauf, dass bei Theranos etwas nicht stimmt, verdichtet sie sich zunehmend, so dass dann im Oktober 2015 ein erster Artikel erschien, der im Grunde genommen nahelegte, dass im Grunde genommen alle Versprechen, die Theranos äh, gegeben hat, eigentlich gar nicht eingehalten wurden und dass tatsächlich die Tests gar nicht auf irgendeiner neuen Technologie durchgeführt werden, sondern die Tests, die halbwegs gute Ergebnisse liefern, auf bekannten Laborgeräten durchgeführt werden. Und das äh, ging schon wie so ein Erdbeben. Ja. Durch Silicon Valley, durch. Es hat, es hat daraufhin, das müssen wir ein bisschen raffen, sonst ähm, ufert es aus, schon einen Kampf gegeben. Also es war nicht so, dass Theranos oder Elizabeth Holmes da direkt aufgegeben haben. Sie Überhaupt haben schon nicht. versucht, noch irgendwie nachzulegen, auch in der Öffentlichkeit unter Nutzung des Images, das sie sich aufgebaut haben, ja. um ähm, die Gegner zu diskreditieren. Der Kampf ging dann eine Weile weiter und endete dann aber letzten Endes damit, dass es eine solche, ein, eine solche Beweislast für den Betrug gegeben hat, dass die Firma 2018 ähm, geschlossen wurde. Es war also vorher noch zwei Schritte, die noch stattgefunden haben. Es gab dann tatsächlich irgendwann mal eine Prüfung der FDA, die dann irgendwann auch darauf angesprungen ist und auch mehrere Hinweise erhalten hat. Und die FDA hat dann festgestellt, dass dieser Nanotainer, also dieses ganz kleine Gefäß, in dem Blut gesammelt wird, ein Medizinprodukt der Klasse 2 eigentlich sein müsste, was niemals getestet worden ist. Darauf... So steht es zumindest im Buch des äh, ähm, Journalisten des Wall Street Journals, was veröffentlicht worden ist, hat die FDB untersagt, diesen Nanotainer weiter zu benutzen. Die Firma Theranos hat bis heute oder hat dann immer geäußert, sie haben. Diese Nanotäler selber vom Markt genommen. Im Buch steht dass es eine Anordnung der FDA gewesen ist. Und dann letztendlich hat es noch eine weitere Entwicklung gegeben, nämlich ein, 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 eine E-Mail, einen Brief mhm. an die Aufsichtsbehörde Centers for Medicare and Medicaid Services, kurz CMS, wo sie, das ist die Aufsichtsbehörde, die sich mit Laboren beschäftigt, sie hat sie gesagt, da Laufen viele Dinge schief. Und dann hat es tatsächlich eine, eine Begehung des CMS gegeben, äh, wo sie sich dann wirklich die ganzen Labore angeschaut haben, auch die echten Labore, weil sie dann jetzt im Auftrag als Bundesbehörde sich das auch anschauen mussten. Das führte zunächst dazu, dass sowohl Elizabeth Holmes als auch Samuel Bewani die Erlaubnis entzogen worden ist, für zwei Jahre einen Laborbetrieb zu leiten und kurz darauf ist es dann eben dazu gekommen, dass der gesamte Betrieb eingestellt werden musste und da schon feststand, dass Samuel Belwani und auch Elizabeth ähm, Holmes für zehn Jahre lang kein börsennotiertes Unternehmen mehr leiten durften. Das heißt, sozusagen irgendwo anders als CEO tätig zu werden oder schnell ein neues Unternehmen zu gründen, war dann auch ausgeschlossen und danach begann dann tatsächlich ein Gerichtsverfahren. Interessanterweise in dieser Zeit, die ich gerade beschrieben habe, sind dann auch über zwei Millionen Testergebnisse annulliert worden von Theranos, die gesagt haben, all diese Ergebnisse sind alle nicht mehr gültig. Das hat der Konzern selber festgelegt. Die haben auch Geld zurückgezahlt an Leute, die das, die haben also die Tests haben machen lassen. Oder genau, die lassen haben eine Leute. Entschädigung bekommen mhm. und dann begann das Gerichtsverfahren. Das aber im Wesentlichen, äh, da ging es um Anlagebetrug. Ja. Das war das, das war also die Täuschung der Investoren. Täuschung der Investoren in verschiedenen Fällen. In vier Fällen ging es bei Elizabeth Holmes nur um Täuschung von PatientInnen. Relativ juristisch kompliziert, weil man sagen würde, das muss doch, äh, äh, da müssen doch die Patientenrechte viel mhm. höher stehen. Ich empfehle da das Buch äh, von David Carew. Bad Blood. Bad Blood. Da ja. kann man das genau juristisch nachlesen. Das amerikanische äh, juristische System ist ja extrem kompliziert. Und lange Rede, kurzer Sinn. Äh, sowohl Elizabeth Holmes als auch Samuel Balwani sind wegen in Betruges oder Versch und Verschwörung zum teilweise Betrug, genau. äh, äh, in mehreren Fällen ja. schuldig gesprochen worden. Und äh, Ende 2022 war es dann so, dass Elizabeth Holmes für elf Jahre und ein paar Zerdrückte ins Gefängnis gehen musste. Und Samuel also für fast 13 in Jahre. Ähm, der aktuelle Stand ist auch ganz interessant. Ja. Jetzt, dieser Tage. Hätte äh, Sami Balwani ins ähm, Gefängnis gemusst. Sie haben aber tatsächlich ähm, noch eine Beschwerde, einen Einspruch eingelegt, seine einen Anwälte. Tag Hinter vor Ablauf, äh, genau. Und äh, das Ganze ist jetzt noch äh, ausgesetzt, bis dieser Widerspruch, äh, bis diese Rechtsmittel geprüft sind. Und äh, Elizabeth Holmes hätte oder müsste eigentlich Ende April dieses Jahres. 2023 ins Gefängnis. Da ist jetzt auch die Frage, ob die Haft, ob sie die tatsächlich antritt oder ob da auch noch ein Einspruch stattfindet. Genau, das, auch das entscheidet sich jetzt im März 2023. Vielleicht noch ganz kurz, was auch verschwiegen worden ist, das haben wir noch gar nicht erzählt, dass die beiden ja ein Paar waren über viele Jahre, Elizabeth Holmes und Samuel das Balvani. Das haben sie den Investoren auch geheim gehalten. Das ist eigentlich nicht good practice, wenn zwei Führungspersönlichkeiten ein Paar sind. Vor allen Dingen, wenn man es dann auch geheim hält. Ähm, äh, jetzt sind sie kein Paar mehr. Elizabeth Holmes hat von ihrem neuen Lebenspartner zwei Kinder und das ist auch der Grund, warum da versucht wird, ähm, ja, eine Haftverschonung mhm. zu bekommen. Es ging immer darum. Dass sie vielleicht auch mit Hausarrest davon kommen kann. Da haben sich die äh, Gerichte bisher nicht drauf eingelassen. Also es bleibt spannend, sie sind verurteilt. Äh, das Unternehmen ist 2018 dann komplett liquidiert worden, ist nicht mehr existent, ist auch nichts mehr wert, das Unternehmen. Ähm, und wir haben jetzt 2023 und die beiden verurteilten äh, Betrüger, das kann man so sagen, in den Fällen, in denen sie verurteilt worden sind, sind immer noch auf freiem Fuß. Ist auch eine interessante äh, Geschichte. Ähm, bevor wir nochmal so ein bisschen auf die Implikationen eingehen, der Hinweis, wer jetzt sagt, das ist eine interessante Geschichte und wir haben uns versucht, das zu raffen und es ist jetzt schon unglaublich lang, was wir hier erzählt haben. <laughs> das ist fast unmöglich. Ja. Ähm, es gibt eine mehrteilige Serie, The Dropout, die im Moment, zumindest in Deutschland, bei Disney Plus mhm. läuft, die können wir euch nur Mit ans Amanda Seyfried, die das wirklich großartig macht. Ich finde überhaupt, die ganze Serie ist exzellent besetzt, wenn man sich die realen Personen anschaut und dann die Serie, also es ist wirklich. Äh, fantastisch umgesetzt und sie haben in ganz winzigen Details sind sie wirklich ähm, von der Realität ein ganz kleines Stückchen abgewichen aber in allen wichtigen Punkten stimmt es äh, mit dem Hergang so wie man ihn rekonstruieren kann, äh, so wie man ihn rekonstruieren kann wirklich überein also das ist schon sehr sehr gut gemacht und dann natürlich das Buch von John Carrie Roo, den Podcast von John Carey Roo. Und alles, was Erika Chung ähm, ja, veröffentlicht, macht und tut, die ist zum Beispiel auch bei Twitter, Erika mit K. Ähm, und da kann man sie dann finden und so ein bisschen verfolgen, was sie auch jetzt inzwischen macht, denn sie hat da wirklich einiges aus dieser Zeit auch mitgenommen. Setzt sich für und Ethik ja, in, in, in Wirtschaft und Wissenschaft ein, macht. hat da eine eigene äh, Unternehmung für gegründet. Ähm, es gibt auch noch eine HBO-Doku, da muss man immer gucken, ob man da dran kommt, aber wir haben euch zumindest mal links auf die Trailer der jeweiligen Dinge äh, unter der Folge verlinkt und das Buch von John Kerry Rue können wir euch wirklich nur wärmstens ans Herz das ist legen. Spannend. Äh, liest sich wunderbar und man bekommt einen Einblick, denn die Tiefe dessen äh, konnten wir hier wirklich nur anreißen. Aber ihr merkt eben, was für eine faszinierende Geschichte ist. Und jetzt würden wir gerne noch ein bisschen ja Fazit ziehen und noch mal darüber reden, äh, warum dieser Fall jetzt jetzt könnte man sagen, ja, es ist so eine True Crime Geschichte, die wir hier gemacht haben. Aber eigentlich geht es ja um noch viel mehr. Mhm. Nämlich es geht darum, dass hier jemand, der nicht wissenschaftlich zumindest zu Ende ausgebildet gewesen ist, eine Idee gehabt hat, die aber nach den bestehenden Vorgaben der Wissenschaft und Technik nicht umsetzbar war. Und äh, es ist halt sehr, sehr interessant, dass Wissenschaftlerinnen, die sie darauf hingewiesen haben, ähm, ja im Grunde genommen aus dem Unternehmen beseitigt worden sind oder gezwungen worden sind, gegen ihre inneren Überzeugungen zu handeln. Wir haben darüber berichtet, dass Testergebnisse gefälscht worden sind. Und ähm, man mag sich kaum vorstellen, was passiert wäre, wenn der Druck von dem Anwalt David Boyce gewirkt hätte und die Whistleblower mhm. irgendwann zurückgesteckt hätten. Wer weiß, ob dann diese nicht funktionierenden Geräte mit den falschen Testergebnissen weiter durch die Gegend gewandert werden. Also die beiden krassesten Fälle waren einmal, dass einer Person ein positiver HIV-Test mhm. attestiert wurde. Das wurde dann natürlich nochmal geprüft und die Person war, hatte nicht den HIV Virus. Und das zweite war, dass eine Frau, die mehrere Fehlgeburten erlitten hatte, nach einem Testergebnis einen, einen Blutwert bekommen hat während ihrer Schwangerschaft, der darauf hingedeutet hätte, dass sie auch wieder das Kind verliert, verlieren würde. Hat auch, dann aber ein gesundes Kind bekommen. Nachdem man aber dann auch diese Werte nochmal mhm. überprüft hat. Also der, der, der Schaden, also zum Glück ist das Ding schnell genug vom Markt genommen worden. Das schlecht funktionierende Labor äh, ist dann gezwungen worden, die Arbeit einzustellen. Aber man mag sich das ähm, kaum vorstellen. Es, es gab eine Stelle in dem TED Talk von Erika Chung, die mich besonders beeindruckt hat. Ähm, da spricht sie gegen Ende von Visionen, die so... Wunderbar sind, dass alle gerne möchten, dass sie wahr werden können und ähm, benutzt den Begriff Moonshots dafür. Also etwas, das so großartig und visionär ist, dass es die Menschen anspricht und sie ähm, wünschen, also sehr, sehr stark wünschen lässt, dass es doch gehen möge. Und ich glaube, das trifft wirklich den Fall ganz gut. Ich möchte eigentlich Elizabeth Holmes nicht unterstellen, dass sie von Anfang an darauf aus war, zu betrügen. Ich glaube, sie wollte einfach so sehr ihre Vision umsetzen, dass sie völlig den Blick für jede Realität ähm, verloren hat und aber dann auch dazu übergegangen ist, Leute schon aktiv zu blenden. Die Phyllis Gardner hat. Ähm, in einem Interview gesagt, das war eins zu eins des Kaisers neue Kleider und hat immer wieder gesagt, the Emperor had no clothes. Also, der, der Kaiser hatte keine Kleider an. Also, Elizabeth Holmes hat da etwas vorgespielt, was die Leute wirklich emotional erreicht hat. Es war aber nichts dahinter. Und was wir hier erlebt haben, ist dann eben dann irgendwann auch die kriminelle Energie. Also, es wurden dann ja auf den Dokumenten die Logos von Pfizer und anderen Pharmakonzernen verwendet, ohne deren Einwilligung. Und das ist. Ja. Äh, definitiv über den Schreibtisch von Elizabeth Holmes gegangen. Das musste sie dann auch im Gerichtsverfahren eingestehen. Also das war der eine Aspekt dieses Board, was sie sich zusammengesetzt hat. Da kann man auch sagen, warum haben die denn das alles immer mitmachen lassen? Nicht nur haben sie sich natürlich blenden lassen durch eine sehr charismatische äh, Person, sondern die haben ja auch alle große Aktienpakete bekommen. Und äh, mhm. das finanzielle Interesse und die, man muss auch mal hier an der Stelle sagen, Gier mhm. war dann auch natürlich ein Motivator. Das war natürlich Aufsichts auch ein Punkt, den die Verteidigung von uh, Holmes und ich glaube auch Balwani genutzt hat. Die haben natürlich den Board versucht zu unterstellen, dass sie äh, auch keine ähm, Due Diligence ähm, praktiziert haben, also nicht geguckt haben, wo sie sich da hineinbegeben und das, wie du gerade beschrieben hast, aus Gier. Genau. Und klar, wenn, wenn ich jetzt in einem Unternehmen sitze und habe Aktien und das Unternehmen steigt rasant, raketenhaft tatsächlich im Wert, äh, dann werde ich halt auch reich mit diesem Unternehmen. Das ist natürlich das eine Interesse. Und, aber des Kaisers Neues Kleider, du hast es gerade gesagt, es war eben niemand in diesem Board, der Fachkompetenz hat. Ja. Und das zeigt natürlich bei so einem Konzern, bei einem Technologiekonzern kann man sich darüber streiten, aber hier reden wir über Medizin. Wir reden über etwas, was an... Menschen für Menschen stattfindet. Und hier sehen wir, wie wichtig Ethik ist und dass man, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, Ethik nicht trennen kann von dem, was man macht. Genau, und da möchte ich nochmal was ansprechen, was Erika Chung gesagt hat. Sie hat gesagt, wie können wir denn dafür sorgen, dass diese Moonshots, dass diese Visionen sich nicht zum Schlechteren auswirken auf die Gesellschaft? Und sie sagt, da ähm, äh, gibt es drei Punkte, die man nennen kann. Die drei Cs sind es im Englischen, im Deutschen sind es also für Commitment, Engagement, würde ich sagen, mhm. dann Consciousness, also ein Gewissen. Und Kompetenz, äh, also äh, ja, Kompetenz. Wissen, Kompetenz genau. äh, mhm. aufzuteilen. Und diese drei Dinge müssen zusammenkommen, damit ein Unternehmen äh, aktiv werden kann. Und das gleiche gilt übrigens auch für Behandlungsmethoden oder Ideen, was man macht. Also man kann jetzt auch sagen, ich kann alle blinden Menschen sehen machen mit meiner Technologie. Ich kann alle Menschen, die nicht hören können, hören machen durch technische äh, Entwicklungen. Was man aber hier natürlich immer wieder beachten muss, ist, dass man diese Menschen, äh, mit denen man dann Dinge tut, da auch mitgehen. Und man muss auch die Menschen fragen, ob sie das wollen. Vielleicht gibt es Menschen, die wollen gar nicht durch Technik hören während oder sehen werden, sondern kommen sehr gut in ihrem Leben klar. Und das ist eben genau der Aspekt von Ethik, den wir hier äh, immer mitdenken und mitbeachten müssen. Und wir erleben hier, was passiert, wenn es diesen Peer Review diesen diesen Austausch auf Augenhöhe unter WissenschaftlerInnen nicht ja. gibt. Die wenn, jemand, Community. wenn jemand mhm. etwas durchdrücken will. Äh, Alexa hat vor einigen Jahren ein Buch von äh, McIntyre mhm. übersetzt, äh, der im Grunde genommen sagt, der, der Drang, eine gute Idee durch Forschung belegen zu wollen, hat in der Vergangenheit auch immer wieder dazu geführt, dass Werte gefälscht worden sind. Ja, oder dass, dass WissenschaftlerInnen zumindest dachten, ach, ich das, das muss alles so klappen. und Die das drei ist alles Fehler. So toll. Die drei genau, Fehler nehme ich, ich nehme mal jetzt raus. eine Abkürzung. Ja. Genau. Und das funktioniert eben nicht, sondern hier muss eine äh, Wissenschaftscommunity gemeinsam genau. äh, immer wieder auf sich selber auch aufpassen, was sie ja auch tut, was ja auch unfassbar anstrengend ist und was ja auch dazu führt, dass Nobelpreisträger ja nicht ein Jahr nachdem sie was entwickelt haben, den Preis bekommen, sondern meist am Ende ihrer Karriere, nachdem über viele Jahre die Wissenschaftscommunity die Auswirkungen, die Implikationen, die Wirksamkeit dessen, was da jemand entdeckt hat, bewiesen, überprüft und auch in die Praxis und überführt haben, dann gibt es den Preis. Ein, ein wichtiger Punkt ist, wie die Forschungsgemeinschaft unter anderem funktioniert international, ist das zur Verfügung stellen von Daten. Das ja, heißt richtig. also, diese Transparenz, die es in der Forschung geben muss, dass andere WissenschaftlerInnen an irgendeinem anderen Ort in die Lage versetzt werden müssen. Die Daten zu bekommen und dann selber experimentell überprüfen zu können, ob das denn alles so stimmt, ob das methodisch Hand und Fuß hat oder nicht. Das ist essentiell und da hat Theranos natürlich überhaupt nichts machen können, denn die hatten ja nichts. Die haben ja von Anfang an nur verschleiern müssen, was da alles schief läuft. Ähm, die hatten keine Forschung, äh, die sie tatsächlich zur Verfügung hätten stellen können. Dann wäre das Ganze nämlich sofort aufgeflogen. Und äh, sie haben es so ein bisschen dann gemacht, wie dann eben die Tech-Konzerne haben gesagt: Industriespionage, uns werden sonst die Ideen gestohlen, die wir entwickeln gut, sie hatten die nicht, aber die Menschen haben ihnen das ja. äh, geglaubt. Und nochmal, bei einem Technologiekonzern, der etwas programmiert, ist das etwas komplett anderes, als wenn mhm. wir hier etwas haben, was am Menschen stattfindet im Bereich der Medizin. Da muss es dann spätestens, wenn es um Werte oder andere Dinge geht, eine Transparenz geben. Und Theranos hätte irgendwann sowieso auch eine FDA-Anerkennung dann haben müssen. Sie haben für ein Testverfahren ja, für die Hep ne? Herpes. Ach, Herpes. Für einen Herpes-Test. Und beim Herpes-Test ist es übrigens so, dass diese Anerkennung auch deshalb gelungen ist, weil Herpes ein, ein Ja-Nein-Test ist. Das heißt, da muss einfach nur etwas vorhanden sein, ja oder nein, also quasi ein binärer Test. Das konnte das Gerät ähm, bewerkstelligen. Wenn man aber einen quantitativen Test heißt, also den Gehalt von Vitamin D im Blut oder Magnesium oder sonst irgendwas, da haben die Geräte immer versagt. Das heißt, das einzige, was eine FDA-Anerkennung bekommen hat, war ein binärer Test. Ja, nein. Das wurde als großer Erfolg auch verkauft damals, als das gelungen ist. Aber im Grunde genommen war auch das mehr Schein. Als also bei, bei angeblich 190 bis ja, 240, 240, 250 Test, Tests äh, ist das natürlich ein Witz. Wir haben auch einige Sachen gar nicht äh, angesprochen, die ethisch wirklich bedenklich sind, also Studien an KrebspatientInnen und all solche Dinge. Aber wenn ihr die Quellen euch anguckt, die wir euch verlinken, dann könnt ihr da nochmal ganz tief eintauchen, denn wir reden jetzt hier schon, ich weiß nicht wie lange und Stunden, wir haben es denn? trotzdem alles angerissen. Also da kann man wirklich sich tagelang aufhalten. Und natürlich... Themen. Auch das wollen wir jetzt noch mal einmal zum Abschluss sagen: Ist der Wissenschaftsbetrieb nicht perfekt und natürlich gibt es auch Gesinnungsforschung, und all diese Dinge. Aber ich habe in meiner Zeit, in der ich in der Forschung war, auch Menschen kennengelernt, die anständig geforscht haben. Das muss man sagen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die nicht anständig geforscht haben. Das muss man natürlich auch mal ganz klar sagen. Aber die Wissenschaft insgesamt, äh, in, in, wenn, wenn man eben mit Daten, wie Alexa es gerade sagt, dann seine Ergebnisse irgendwann überprüfbar macht, hat ein regulatives System, mhm. was zu einer gewissen Wahrheit oder zu einem gewissen Erkenntnisfortschritt. Mhm. Sagen wir es mal so, Wahrheit ist ja noch ein ganz anderes Ding. Wie die Wahrheit ist, werden wir vielleicht nie erfahren. Aber einen weiteren Erkenntnisfortschritt mhm. äh, ermöglicht. Und das ist das beste Verfahren, was wir haben. Und hier hat jemand versucht im, auf der Überholspur. Im Grunde genommen das Ergebnis vorwegzunehmen und hat im Grunde genommen aber nicht die Vorarbeit und das Wissen gehabt, um dieses Ergebnis anzusteuern. Ja. Und es gibt für heute Unternehmen, die sagen, im Grunde genommen ist es A, spannend, was die Idee war, das wäre spannend. Und es gibt Unternehmen, die forschen sogar daran, an der Miniatur mhm. Miniaturisierung von Bluttests. Es gibt auch einige Geräte in dem Bereich schon, aber die sind dann eben sehr speziell für ein paar Tests, wo das funktioniert. Und eine zweite Auswirkung, das muss man jetzt auch nochmal sagen, ist, dass viele weibliche ja. Gründerinnen in den Vereinigten Staaten nach dieser Geschichte ein Riesenproblem haben, Unternehmen zu gründen. Es gibt dann ein Zitat, was ich gelesen habe, wo eine Gründerin gesagt hat, irgendwann hätte man sie an die Seite genommen bei so einer Gründung, bei einer Finanzierungsrunde, hätte gesagt, wissen Sie was? Färben Blond mal, ist nicht so gut im Moment. Sie sich färben ja. sich mal die Haare dunkel, machen, machen sich eine andere Frisur. Sie erinnern einfach die Menschen hier gerade zu sehr the also the Das ist natürlich auch für die Gleichberechtigung Furchtbar. Ein, ein absoluter, eine absolute Katastrophe, das was sie da gemacht hat. Und äh, es ist auch tatsächlich so, dass das noch eine Weile dauern wird, denke ich, ähm, bis man da wieder so weit ist, dass Vertrauen aufgebaut wurde. Also da ist wahnsinnig ja. viel kaputt gegangen insgesamt. Wir haben jetzt sowieso gerade wieder eine Situation, wo das Silicon Valley, wo, wo dieser ganze Tech-Bereich ähm, wieder so ein bisschen ähm, Probleme bekommt. Und so eine Delle geht die Massenentlassung, die wir ja. jetzt gerade erleben. Äh, ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr Atominem gehen, aber wir haben auch mit Elon Musk da eine, eine Figur, die, die problematisch ist, die zwar teilweise, also was jetzt SpaceX angeht, äh, ein Unternehmen hat das trotz äh, Elon mhm. Musk gute Arbeit macht, nicht wegen, sondern trotz. Ähm, aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns nicht von diesen Persönlichkeiten blenden lassen. Also da, wo wir uns in die Hände von solchen Leuten begeben, und das haben wir natürlich, haben wir mit Facebook, mit Twitter, haben wir sowieso äh, gemacht, müssen wir einfach davon ausgehen, dass wir auch äh, Opfer von Betrug, von, von ähm, unethischem Verhalten, von Gier und von solchen Dingen werden können. Ähm, und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir solche Fälle wie Theranos ähm, zum Anlass nehmen, um mehr über uns und unsere Wahrnehmung von Menschen nachzudenken. Ja. Also dass wir noch mehr gucken, was ist denn da wirklich an Forschung ähm, greifbar? Halten die sich an System? Das System funktioniert, wenn man sich dran hält. Äh, oder ähm, machen ist da irgendwas nicht, nicht ganz in Ordnung? Wo stehen die da im Verborgenen vor sich hin oder so? Also, dass wir einfach bei solchen Leuten näher hinschauen und uns nicht äh, davon blenden lassen, dass die so wahnsinnig toll Sachen verkaufen können. Elon Musk kann bestimmt auch total charismatisch sein, wenn der, naja, oh, gut. Ja. okay, vielleicht nicht. Ja, ähm, was ist denn, ja. der hat doch jetzt auch gerade so eine biotechnologie -Emilion. Ja, Neuralink. Also, ja. und ich prophezeie, also, ihr dürft mir das gerne nachweisen, wenn es dann mal irgendwann soweit ist, dass ich falsch liege, aber ich befürchte, es, es ist eine ähnliche Geschichte wie Theranos. Der das macht auch, so auch irgendwelche komischen Präsentationen und die Forschung dahinter ist mehr als zweifelhaft und ähm, ich sehe da eigentlich sehr viel Betrugspotenzial. Eine Maxi-Folge, das passiert, wenn man mehr Zeit zum Recherchieren <laughs> hat. So Nein, und wenn man das Thema so toll ja, findet. Ja, und das Thema ist faszinierend und eigentlich hoffen wir, dass wir jetzt bei euch das Interesse geweckt haben, euch noch tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen, weil das ist etwas, was man, was man sich durchlesen muss und ich habe auch in Unternehmen gearbeitet in meinem Leben, ähm, wo Widerworte. Äh, nicht, 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 nicht gewünscht waren, wo auch berechtigte Kritik weggewischt wurde. Ich habe mehr als einmal in meinem Leben den Satz gehört, Herr Waschkau, Sie sind hier der Bedenkenträger, lassen ja. Sie das mal bleiben. Bei Dingen, die, mhm. wo ich gesagt habe, das wird so nicht funktionieren und es hat hinterher nicht so funktioniert. Und da geht es gar nicht darum, dass Herr Waschkau Recht gehabt hat in dem Fall, sondern einfach darum, dass es Menschen gab, die etwas umsetzen wollten, was nicht umsetzbar war. Ja, und dass dann wahnsinnig viel Geld und Zeit in etwas geflossen ist, was. Eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Ja, also, das, äh, auch deshalb hat mich diese, hat mich diese, die, diese Recherche so, so äh, mitgenommen, weil ich mich durchaus manchmal auch an, an ein gewisses Gefühl von Machtlosigkeit äh, erinnert gefühlt habe in, in, in Arbeitssituationen, die ich in meinem Leben hatte. Und ähm, bei vielen, vielen. Ex-Mitarbeiterinnen von Theranos sind genau diese Gründe, äh, diese, diese, diese Emotionen dann auch äh, zu finden, wenn sie darüber berichten, dass sie Angst hatten, dass mhm. sie Machtlosigkeit gefühlt haben, dass sie hoffnungslos waren, dass sie, dass sie äh, an etwas geglaubt haben, deswegen zu diesem Unternehmen gekommen sind und dieser Glaube dann ruiniert worden ist äh, und sie dann im Grunde am Hinterher dann auch von der Firmenphilosophie drangsaliert worden sind. Ähm, das hat ganz viel bei mir ausgelöst und hat natürlich für mich nochmal die Perspektive gehabt, wie gut es Uh, uns jetzt hier gerade uh, geht, Alexa und, und mir. Uh, teilweise haben wir so in den gleichen uh, Unternehmen gearbeitet. <laughs> ähm, mm. Und das ist äh, etwas, äh, was mich, was mich da mitnimmt, und, und wie gesagt, ich kann euch da nur an, ans Herz legen, wenn ihr da Interesse habt, lest da mal mit rein, weil das ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Und insbesondere das Buch von, von John Brew, das habe ich wirklich in wenigen Tagen verschlungen, äh, äh, weil, ich, weil ich das so faszinierend äh, alles fand. Ja, jetzt, so müsst, weit, ähm, jetzt wollen wir so unseren gut. alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Den, ja, den müssen wir das jetzt Zitat. noch einmal wieder haben. <laughs> ja, genau. ja. Die Auflösung. Das Zitat, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung, ich glaube an das Pferd ist ein Pseudo-Zitat. Das ist eine Internetgeschichte, hauptsächlich äh, ein Spruch, der dem Kaiser Wilhelm, also Wilhelm dem Zweiten zugeschrieben wird, was er aber so nie gesagt hat. Es gibt ein Beispiel, wir werden euch auch die Quelle verlinken, wo ähm, dieses Zitat ein bisschen erweitert aus dem Jahr, ähm, 1968 schon nachgewiesen ist in einem Buch, allerdings ohne Zuschreibung zu Kaiser Wilhelm II. Und so ab 2001 ungefähr verbreitet sich halt diese Zuschreibung zum Kaiser dann im Internet. Es macht ja auch irgendwie Sinn, denn in unseren Gedanken steht der Kaiser Wilhelm II. für etwas völlig rückwärtsgewandtes natürlich für. Ähm, Konservativismus und für das Alte, was eigentlich weg muss und so. Und insofern passt das schon. Tatsächlich aber lustigerweise war der Wilhelm der Zweite relativ technikoffen und ähm, schon ein Mensch, der das Moderne sehr sehr geschätzt hat und der äh, gerade die deutsche Technik natürlich über den grünen Klee gelobt hat und das total super fand, was da alles möglich ist. Und er hat über eine bestimmte Sache tatsächlich mal gesagt, dass er das für eine äh, vorübergehende Erscheinung hält, und zwar äh, die Sozialdemokratie. Ah ja, äh, das okay. war für ihn also etwas, was irgendwann dann wieder vorbei ist, äh, aber nicht das Auto. Das hat er nun nicht gesagt. Aber interessant, also das ist so ein Zitat, was, äh, wenn man das hört, man immer davon ausgeht, dass es stimmt. Mhm. Und das wird ja auch gerne mal instrumentalisiert, dieses Zitat, könnt ihr dann im Grunde genommen... Ähm, ja, sagen, mit Quellenangabe, die wir euch verlinken werden, dass das nicht stimmt. Ja. Zum Abschluss dieser Maxi-Folge will ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass es auf unserer Homepage äh, eine Liste mit Terminen gibt. Da könnt ihr schauen, wo wir demnächst mal zu sehen sind. Wir sind im April in äh, Siegen in der Universität mit einem Vortrag Radikalisierung im Netz. Und wir haben im April dann noch weitere Termine und im Mai insbesondere auch äh, im ähm, ähm, Mai sind wir auf der Metropolcon in Berlin. Eine tolle Con mit vielen tollen Rednern. Da werden wir mal was etwas anderes machen, nämlich über Verschwörungsmythen in der Fantastik äh, einen Vortrag halten und werden danach dann am Stand des JMB-Verlags äh, ein paar Bücher signieren, wenn ihr das äh, mögt. Also schaut mal auf unsere Terminseite. Da könnt ihr äh, sehen, ähm, wo wir dann demnächst überall so zu sehen und zu hören sind. Wir haben am äh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nichts falsch sage, am 12. April haben wir dann auch das nächste Huxilla Relive, wo wir auf Twitch gemeinsam mit euch alte Huxilla-Folgen hören. Das haben wir in dieser Woche gerade mal wieder gemacht mit mhm. der zweiten Folge von Huxilla. Das landet dann erst bei Twitch bei den äh, White Mics und danach dann auf dem äh, YouTube-Kanal der White Mikes. Also wer da Interesse hat, mal mitzuerleben, wie das, mit, wie das ist mit uns gemeinsam, äh, alte Folgen zu hören, kann sich auch äh, das mal anschauen. Und äh, ansonsten natürlich der Hinweis auf unsere kleine Tour im Jahr 2024. Da sind die ersten drei Termine im Moment bestätigt. Da kann man auch schon Karten bestellen in München, Berlin und Leipzig. Weitere Termine werden gerade koordiniert. Da würden wir uns natürlich auch freuen. Also nicht dieses Jahr, nächstes Jahr wohl. 2024, ja. genau. Wenn wir uns da sehen würden. Und abschließend noch ein ganz, ganz kleiner, äh, sagen wir mal, äh, Kontosturz nochmal äh, mit euch gemeinsam. Also das Ziel war ja sechs Prozent der UnterstützerInnen dazu zu bewegen, einen kleinen Obolus in den Hut zu werfen äh, zur Finanzierung von Huxilla. Und ich habe die Zahlen jetzt mal für Januar und Februar aufbereitet. Im Januar waren es 5,49 Prozent, also gerundet 5,5 Prozent. Und im Februar waren es dann 5,27 Prozent. Also so ganz bei der 6% Marke sind wir nicht. Ich Will jetzt auch noch nicht nervös werden und einen Abwärtstrend entdecken. Aber nochmal der Hinweis, also wir sind noch nicht so ganz am Ziel und vielleicht hat man mit dieser Folge auch gemerkt, was passieren kann, wenn wir mehr Zeit haben und jetzt uns so eingrooven können in, in Recherchen, dass da schon auch mal andere Arten von Folgen entstehen können. Und vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen. Genau. Und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an all die wunderbaren Menschen da draußen, die uns unterstützen und Sowieso. folgen wie diese möglich machen und ähm, auch dafür sorgen, dass wir mit Freude, Spaß und Elan bei der Sache sind. Ihr seid toll. Danke natürlich. Euch. Den Dank hätte ich natürlich auch noch nachgeschoben. Den gibt es auch von mir selbstverständlich. Das ist wirklich ganz, ganz toll, dass es überhaupt so viele Menschen sind, äh, die bereit sind für unseren Content einen kleinen Obolus zu entrichten. Und ein allerletzter Hinweis, und dann hören wir auch auf versprochen. Ähm, vielleicht wisst ihr das, äh, die ein oder andere, der ein oder andere äh, schon, dass ich ja seit ja, über zwei Jahren inzwischen auch das Projekt Alle bekloppt mit Sophia Krapweis und Tommy Krappweiß gemeinsam mache, wo wir einmal im Monat äh, im Twitch-Livestream Fragen aus dem Chat beantworten. Also eure Fragen rund um das Thema. Psychologie, äh, psychische Probleme und andere Dinge. Und daraus ist jetzt auch ein Podcast entstanden. Das heißt, da kommen jetzt die alten Episoden nach und nach in Audioform, so ähnlich wie wir das auch beim Nachsitzen machen, als eigener Podcast. Und eigentlich müsste alle bekloppt, wenn ihr das hier hört, schon in allen gängigen Podcast-Plattform eingetragen sein. Wenn ihr irgendeine Plattform nutzt, wo alle bekloppt noch nicht zu finden ist, dann schreibt uns kurz mal eine Mail an infoadhoxilla.com, dann tragen wir das noch nach. Äh, können wir euch nur empfehlen und die, die es kennen, können sie jetzt vielleicht weiterempfehlen und sagen, dass das ein nettes Format ist, wenn sie es nett finden, äh, weil das ein Format ist, was mir als Psychologen sehr am Herzen liegt, weil wir da auch ein bisschen ja, so ein Stigma von psychischen Problemen oder psychischen Erkrankungen wegwischen können und man stellt fest, wie viele Menschen es gibt, die Probleme in dem Bereich haben und was man dagegen auch machen kann, damit man gesund durchs Leben gehen kann. So. Jetzt gucke ich, ich steht nichts mehr auf dem Zettel. Ja. Äh, Aber die Katze steht hier. Ja, wir haben ja anmoderiert, dass die Katzen äh, Hunger haben. Es ist nicht besser geworden. Ich glaube, sie sind gerade dabei, äh, Demonstrationsschilder <laughs> zu malen mit ihren Pfoten. Gut, dass sie nicht die Daumen haben, die wir haben, um den Stift festzuhalten. <laughs> äh, vielen, vielen Dank an alle da draußen. Äh, zweite Folge im März haben wir schon äh, einen Aufnahmetermin. Da werden wir wieder einen Gast mal in der Folge haben, können wir schon mal anteasern, da freuen wir uns auch drauf, das wird sicherlich eine schöne Folge und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxella unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxella.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an infoatroxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.